Begrüßen zu dürfen. Zusätzlich haben wir Frau Meier-Göppel eingeladen, Herr Göppel eingeladen als Vertreterin des WGBU, die ja sicher auch sehr intensiv wissenschaftlich mit dieser Sache beschäftigt. Warum so ein Haus wie das Museum für Naturkunde? Wir sind eine wissenschaftliche Einrichtung, das, was wir tun, ist wissensbasiert. Und vieles von dem, was in unseren Sammlungen ist, ist auch hochrelevant für die Diskussion heute. Hier in diesen Glasröhrchen befinden sich Mikroalgen von der Südküste Grönlands, an denen in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts bewiesen wurde, dass es natürlichen Klimawandel gibt, nämlich die Milankovic-Zyklen. Dafür sind sie nicht gesammelt worden, aber Sammlungen, wie wir sie haben, enthalten Antworten auf Fragen, die wir noch gar nicht gestellt haben. Wir gehen in das Anthropozän. Das wird jetzt bald von der Geologischen Union festgelegt. Das Anthropozän wird höchstwahrscheinlich von dem Zeitpunkt an definiert, das Zeitalter, wo der Mensch die Erde verändert, mit dem Tag, an dem die erste Atombombe gezündet wurde. Auch dazu haben wir Objekte. Dieses ist das Stück Erz aus dem Erzgebirge, aus dem im Jahre der Französischen Revolution das Element Uran beschrieben wurde. Also Sammlungen können viel zur Lösung oder vielleicht auch zur Komplizierung von Problemen beitragen. Wir sind stolz darauf, an diesen arbeiten zu können, aber insbesondere viel mit der Gesellschaft zu arbeiten, die Gesellschaft einzubinden in Forschung, neue Wege der Partizipation, der Teilhabe am Forschungsprozess und an dem Finden von wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Lösungen zu finden. Deswegen sind wir stolz, dass heute hier dieser Dialog stattfinden kann. Und ich hoffe, dass es sehr fruchtbar ist. Ich freue mich auch insbesondere über das unheimlich große Medienecho, aber auch, dass Sie als Vertreter des deutschen Volkes hier so zahlreich und auch so divers vertreten sind. Ich bedanke mich dafür. Frau Wiebke-Rössig und ich werden die Moderation, soweit es notwendig ist, moderieren. Ich übergebe jetzt an Frau Rössig, die wesentlich dazu beigetragen hat, dass wir hier jetzt heute alle sitzen dürfen. Dankeschön. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen hier im Museum für Naturkunde. Das Museum für Naturkunde ist nicht nur ein Museum und ein Forschungsmuseum noch dazu, sondern es möchte auch eine Plattform sein für den Dialog und den Austausch zwischen der Wissenschaft und der Bevölkerung, aber auch mit zwischen der Politik und der Wissenschaft und der Forschung. Und wir haben vor einigen Monaten das erste Mal Fridays for Future nach den Demonstrationen im Invalidenpark eingeladen, hier ins Haus zu kommen und mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu diskutieren und sich auszutauschen. Und daraus hat sich die Idee entwickelt, hier auch als Plattform zu dienen für den Austausch mit Ihnen als Vertreter der Fraktionen des Deutschen Bundestages. Und wir möchten den Teil, diesen Austausch hier als eine Art runden Tisch gestalten in zwei Runden. In einer ersten Runde wollen wir vor allen Dingen darüber sprechen, wie Klimaneutralität erreicht werden kann, wann sie erreicht werden sollte. Und in einem zweiten Schritt wollen wir über Maßnahmen dazu sprechen, die Sie als Parteien vorschlagen oder planen. Genau, und so die Klimaneutralität für das Jahr 2035 ist eine der Kernforderungen von Fridays for Future. Und einige von Ihnen haben dazu auch bereits Stellung genommen, dazu der Notwendigkeit der Klimaneutralität und auch unterschiedliche Zieldaten genannt. Wir möchten hier jetzt zunächst einmal aus den Reihen von Fridays for Future dazu einladen, zusammenzufassen, welches Datum Sie für notwendig erachten und warum und was für Sie damit verbunden ist. Genau. Und dann möchte ich im Anschluss gerne Sie als Vertreter der Fraktionen und auch Frau Göbel bitten, dazu Stellung zu nehmen und entsprechend einzuführen. Bitte erstmal das Wort. Genau. Also wir haben ja in den Klimaratsberichte gelesen, wahrscheinlich alle, oder hoffentlich alle. Wir sind heute hier als Fridays for Future, weil keine Ihrer Parteien ein Konzept vorgelegt hat, was das 1,5-Grad-Ziel erreichbar macht. Und das müssen wir ändern, denn das 1,5-Grad-Ziel ist unsere Lebensversicherung, das Pariser Abkommen ist unsere Lebensversicherung. Im Sonderbericht des Weltklimarates steht eindeutig drin, dass wir bis 2050 weltweit auf Netto Null kommen müssen. Das heißt, einen Ausgleich zwischen der Emissionen durch Menschen und der Aufnahme durch die Natur herstellen müssen. Im Pariser Abkommen haben Sie alle sich verpflichtet,
dass Deutschland als reiches Industrieland die Führung übernimmt, Zitat aus dem Abkommen, und haben sie unterschrieben, dass es unterschiedliche Verantwortung gibt. Das bedeutet, sie haben klipp und klar unterschrieben, dass 2050 für Deutschland nicht genug ist. Das heißt, dass Deutschland vor 2050 Netto Null erreichen muss, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Sie haben auch unterschrieben, dass Deutschland dabei die größtmöglichen Ambitionen zeigen wird, so wie alle Länder. Wir haben in Deutschland schon Studien zu sowas. Wir haben vom Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik haben wir eine Studie, die belegt, dass wir die Energieversorgung bis 2035 komplett auf erneuerbare Energie umstellen können. Und wir haben deshalb ziemliche Klarheit, dass wir Netto Null 2035 mit enormen gesellschaftlichen Kraftanstrengungen schaffen können. Und durch das Pariser Abkommen und die Sonderberichte des Weltklimarats haben wir absolut die Verantwortung, das zu tun. Deshalb fordert Fridays for Future, dass wir Netto Null 2035 erreichen und einen dementsprechenden Reduktionspfad vorlegen. Keine Ihrer Parteien hat derzeit ein dementsprechendes Konzept ausgearbeitet. Das ist für uns nicht zufriedenstellend. Gut. Und die Sieben? Habt ihr noch weiter? Sieben? Dem ist nichts hinzuzufügen. Wunderbar. Dann würde ich Sie. Dann würde ich mich freuen, wenn aus Ihren Reihen vielleicht die Antworten möglichst schon direkt auf das Eingangsstatement von Herrn Klima ausgerichtet. Wir haben Sie alle eine Nummer ziehen lassen, um da doch niemanden zu bevorzugen oder zu benachteiligen. Und vielleicht schaffen wir es in der Reihenfolge dann, das Ganze abzuarbeiten. Genau. Ich weiß nicht, wer hat Nummer 1 gezogen? Ja, wunderbar. Wenn du so nicht bist. Entscheidend ist, dass wir entsprechend in die Maßnahmen kommen. Und unsere Vorstellung ist zum Beispiel, dass wir im Bereich der erneuerbaren Energien bzw. Stromsystems bis 2030 100% erreichen. Wir wollen aus dem Verbrennungsmotor bis zum Jahr 2030 aussteigen. Jetzt kann man natürlich argumentieren, dass das nicht bedeutet, dass wir 2035 100% klimaneutral sind. Aber uns ist halt voll und ganz bewusst, dass jetzt nehmen wir mal an, diese Legislaturperiode hält noch bis 2021, dann, und es passiert nicht mehr viel in dieser Legislaturperiode, wie in den ganzen vergangenen 10 Jahren nichts Entscheidendes passiert ist, dann haben wir noch 9 Jahre Zeit, um von ca. 40% erneuerbare Energien im Stromsektor auf ca. 100% erneuerbare Energien im Stromsektor bis zum Jahr 2030 zu kommen. Das wird extrem tough, das zu erreichen. Das bedeutet, aufgrund der Sektorkoppelung, weil wir deutlich mehr im Bereich Bus und Bahn haben wollen, insbesondere die Bahn, hat gute Voraussetzungen für Elektromobilität. Wir wollen deutlich mehr Null-Emissionsfahrzeuge im Automobilbereich erreichen. Bedeutet das, dass das natürlich auch ein viel höherer Anteil letztendlich ist, als wie jetzt im Moment nur über den Stromsektor läuft, auch im Bereich der Wärme sozusagen wird man einiges, man denkt an Wärmepumpen, über Strom machen müssen. Das heißt, es ist eine gigantische Herausforderung, die auf uns dazukommt, innerhalb von 9 Jahren das zu schaffen. Dann kann man argumentieren, dann haben wir noch 5 Jahre von 2030 in allen anderen Bereichen das zu schaffen. Aber ich glaube, dass wir uns nicht zutiefst darüber zerstreiten sollten, ob man dann am Ende für nicht Oldtimer-Verbrennungsmotoren dann eine ökologische Abwrackprämie macht und die, was weiß ich, 2032, 33 aufsetzt, sondern ich glaube, was wirklich, wenn man den Budgetansatz sieht, nämlich, dass wir eine gewisse Menge CO2 nur noch in die Atmosphäre bringen können, bevor es knallt, ist entscheidend, dass wir jetzt ganz, ganz schnell anfangen. Nämlich je schneller wir anfangen und je schneller wir jetzt reduzieren, desto mehr sozusagen Spiel haben wir noch hinten, und ob uns das gelingen wird, bis 2030 100% erneuerbare Energien im Stromsektor, der wie gesagt anwächst, trotz Energiesparmaßnahmen, wenn man es gelingt, sie zu implementieren, anwächst nach unserem Plan, wegen, wie gesagt, dem Wärmebereich und dem Verkehrsbereich und auch noch weitere Bereiche. Wir wollen die Stahlversorgung auch entsprechend umstellen. Da wollen wir auf wasserstoffgetriebenen Stahl gehen, den wir am Ende auch letztendlich mit erneuerbarem Strom herstellen wollen. Ob das gelingt, ich glaube, das wird schon eine gigantische Kraftanstrengung. Deswegen mein Plädoyer ist, wir müssen es so schnell wie möglich schaffen, da
zu beginnen, und zwar ernsthaft zu beginnen, und ob wir dann 2034, 35 oder 36 oder 37 und ob wir dann noch die eine oder andere Maßnahme dazu brauchen, wie gesagt, wie eine ökologische Abwrackprämie für Nicht-Oldtimer-Verbrennungsmotoren, da kann man, finde ich, uns noch ausreichend darüber streiten, wenn wir jetzt schnell mit Kohleausstieg, Verkehrswende, Energiewende wieder flott machen, Agrarwende, wenn wir das jetzt schnell ins Werk setzen. Wann sieht denn Ihre Partei Klimaneutralität in Deutschland vor? Ich habe es akustisch noch verstanden. Bis wann Ihre Partei Klimaneutralität in Deutschland vorsieht? Unsere Partei sieht es vor, so schnell wie möglich. Wie gesagt, 100% erneuerbaren Strom bis 2030. Und ich würde, wie gesagt, mich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir so weit weg sind von all dem, ungern darüber streiten, ob es dann 34, 35, 36 oder 37 ist und ob wir dazu noch zusätzliche Maßnahmen brauchen, weil nämlich, wie gesagt, wir müssen, wenn man den Budgetansatz schaut, einfach jetzt so schnell wie möglich anfangen. Sonst wird es immer schwieriger. Je länger wir warten, umso schwieriger wird es. Sie müssen sich eins vorstellen, wir haben das 2030-Ziel, 100% erneuerbaren Strom vor 10 Jahren beschlossen. Da hatte man noch 10 Jahre Zeit, das umzusetzen. Jetzt nehmen wir mal an, 2021 wird gewählt, dann haben wir noch 9 Jahre. Also wenn wir überhaupt an die Regierung kommen und so weiter und so fort, ist ja alles total voraussetzungsreich. Dann haben wir noch 9 Jahre Zeit, das umzusetzen. Das ist einfach, es ist möglich, aber es wird halt von Jahr zu Jahr ambitionierter, das umzusetzen, das Ziel. Je länger man halt wartet. Ich möchte an dieser Stelle nochmal daran erinnern, dass wir kein Spiel mehr haben. Also die Zahl 2035 ist dahin spätestens Klimaneutralität bzw. Netto Null zu erreichen, ist einfach indiskutabel. Wir haben schon 1 Grad Erwärmung, 0,8 bis 1,2 Grad Erwärmung laut dem Weltklimarat. Das heißt, wir haben an anderen Stellen auf der Welt schon drastische Folgen des menschengemachten Klimawandels. Wir können, wenn wir das 1,5 Grad Ziel erreichen, müssen wir schon mit massiven Einschränkungen rechnen. Das heißt, diese Zahl 2035 ist absolut notwendig. Wir haben ganz krasse Entwicklungen bereits weltweit. Wir haben bereits jetzt einen stark steigenden Meeresspiegel. Wir haben Zusammenbrüche der Korallenriffe im Bereich der inneren Tropen bereits jetzt. Wir haben das Schwanken des Jetstreams bereits jetzt. Also die Entwicklung ist mehr als dramatisch und wir nähern uns Kipppunkten. Und tragischerweise ist es ja so, dass die Klimawissenschaft im Gegensatz zu dem, was gern behauptet wird, sich in der Hinsicht eher geirrt hat, dass die Entwicklung in der Realität dramatischer ist aufgrund der CO2-Mengen, weil man immer die mittlere Kurve angenommen hat. Aber deswegen müssen wir uns trotzdem bewusst sein, dass wir für all das politische Mehrheiten brauchen, dass wir für all das Gesetze brauchen, um das Ganze durchzusetzen. Das war ja das Problem der letzten 10, 15 Jahre, dass das traurigerweise alles nicht passiert ist. Deswegen habe ich ja das Beispiel genannt mit 2030, dass wir das vor 10 Jahren beschlossen haben und damals noch 20 Jahre Zeit hatten. Jetzt sind es halt noch 11 Jahre Zeit. Dann würde ich gerne den Nummer 2, das ist Herr Goltin, das Wort geben für die Linke. Ja, vielen Dank. Auch vielen Dank für die Einladung. Wir haben in unserem Programm drinstehen, wir wollen Klimaneutralität in Deutschland und Europa bis 2040 erreichen. Wenn man das runterbricht, kann man sagen, dass Deutschland tatsächlich die technischen Möglichkeiten und auch die finanziellen Mittel hat, um das auch deutlich früher, also 2035, wie er das fordert, zu erreichen. Ich werde mich dafür auch stark machen, dass wir das für Deutschland fordern, weil es einfach notwendig ist. Aber wir haben eine Situation erlebt, wo wirklich 10 bis 15 Jahre, Herr Hofreiter hat es eben erwähnt, zu wenig gehandelt oder fast nichts passiert. Das ist insbesondere das Beispiel des Verkehrssektors, ist da dramatisch. Das heißt, die Frage ist, kann man dieser Politik, wie es jetzt gerade im Bundestag aussieht, zutrauen, das auch umzusetzen? Und mein Befund wäre aktuell nein. Mein Befund wäre, wir haben eine große Koalition, wo wir beispielsweise einen Wirtschaftsminister Altmaier haben, der in allen zentralen Punkten bremst, auch auf europäischer Ebene bremst, was das Erreichen der Klimaneutralität angeht. Und wir haben durch eine rechte Partei im Bundestag mittlerweile eine Diskussion, ob es überhaupt einen Klimawandel gibt.
Und dieser Diskussion kommen die einen oder anderen Parteien, auch gerade aus CDU- und FDP-Kreisen, entgegen mit teilweise absurden Thesen, bis hin, dass Klimaskeptikerinnen zu Bundestag, zur Europawahl aufgestellt werden oder auch zu Ausschüssen eingeladen werden. Deswegen ist meine Diagnose, die Politik alleine wird es nicht schaffen und wir brauchen den außerparlamentarischen Druck, wir brauchen das von euch, von Fridays for Future, wir brauchen aber noch viel mehr Menschen, die auf die Straße gehen und wir brauchen massenhafte Aktionen zivilen Ungehorsams, wie wir es bei Ende Gelände erlebt haben. Denn ohne diesen Druck, ohne außerparlamentarischen Druck wird die Politik sich nicht bewegen. Um ein, zwei Forderungen aufzugreifen, wir sagen, wir brauchen nicht, wie der Kohlekompromiss das vorsieht, den Kohleausstieg bis 2038, das ist viel zu spät, wir brauchen 2030. Wir sagen auch 2022 einzusteigen in den Kohleausstieg ist ebenfalls zu spät, wir brauchen jetzt den Einstieg in den Ausstieg. Wir müssen jetzt die 20 dreckigsten Kohlemeiler dicht machen, das sind immerhin auch die dreckigsten Kohlemeiler Europas, nicht nur Deutschlands. Das heißt, Deutschland hat eine enorme Verantwortung und wir brauchen eine radikale Verkehrswende. Das bedeutet, wir brauchen eine drastische Reduzierung des Individualverkehrs. Wir müssen raus aus dem Verbrennungsmotor, so schnell es geht, spätestens bis 2030. Aber es wird eben nur funktionieren, wenn wir auch einen enormen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs haben. Wenn wir den öffentlichen Nahverkehr wesentlich günstiger machen, wenn wir beispielsweise auf Inlandsflüge verzichten, das ist ja auch durchaus politisch möglich, durch Gesetze, aber auch durch eine vernünftige Besteuerung. Und wenn wir die Bahn wieder in staatliche Hand vollkommen überführen, das heißt, wenn wir die Bahn für eine Bahn für alle machen und nicht eine Bahn, die auf Gewinne orientiert ist. Und das Ganze wird aus unserer Sicht, aus Sicht der Linken, nur gelingen, wenn wir uns auch anlegen. Das heißt, wenn wir den Mut haben, uns anzulegen mit denjenigen, die am Klimawandel verdienen. Und wir wissen aus dem Carbon Majors Report von 2017, dass 100 Konzerne weltweit verantwortlich sind für 70% der CO2-Emissionen. Das heißt, wir müssen den Mut haben, uns auch mit den Konzernen anzulegen. Es wird nicht reichen, den Kapitalismus grün anzustreichen. Wir müssen tatsächlich überlegen, wie wir eine solidarische Gesellschaft entwickeln können, die gemeinsam im echten Klimaschutz umsetzt. Ich möchte einmal auf Sie beide eingehen, und zwar Sie beide haben angesprochen, dass die Regierungsparteien viel verändern müssen, natürlich. Aber Sie als Opposition haben genauso ein unglaubliches Mitspracherecht, mal ganz abgesehen von der Bundesebene, auf Kommunalebene und auf Landesebene. Deswegen finde ich absolut nicht, dass sich Oppositionsparteien da aus der Verantwortung ziehen können, und wir würden genauso von Ihnen erwarten, zukunftsfähige Konzepte zu präsentieren und möglichst viel Druck auf jeder Ebene auszuüben und vor allem auch Ihre Position auf Landes- und Kommunalebene einzusetzen und zu nutzen, um uns näher zu diesem, oder besser gesagt, um die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels zu erreichen. Und diese Argumente habe ich auf Ihrer Seite gerade noch ein bisschen gemacht. Da stimme ich absolut zu. Wir müssen das auf allen Ebenen, Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene machen. Und da hat die Linke auch Nachholbedarf. Ich glaube, wir holen da gerade nach, beispielsweise in Brandenburg, auch Kohleausstieg 2030 jetzt beschlossen zu haben. Das reicht nicht. Aber es ist ein Erfolg nicht von uns, sondern vor allem von der Klimabewegung, dass die so einen enormen Druck gemacht hat. Und wir haben Konzepte. Wir haben beispielsweise einen Plan B für einen sozial-ökologischen Umbau. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Den haben wir bereits 2012 aufgestellt. Dort beschreiben wir, wie das möglich ist, der sozial-ökologische Umbau der Gesellschaft. Und zwar wirklich punktgenau für alle einzelnen Bereiche. Der entspricht jetzt nicht mehr dem Stand der Wissenschaft. Seit 2012 hat sich einiges getan und es ist zu wenig auf Bundesebene getan worden, was seit 2012 notwendig ist. Deswegen arbeiten wir jetzt geradeaus einen Aktionsplan Klimagerechtigkeit, der eben noch einmal definiert, wie wir wirklich bis 2030 den Kohleausstieg und die Wende, die notwendig ist, auch den notwendigen Ausbau der erneuerbaren Energien hinbekommen können. Aber für mich, aus meiner Sicht, gibt es immer zwei Ebenen. Es gibt erstens die parlamentarische Ebene, wo wir Druck machen, wo wir die entsprechenden Anträge einbringen. Und das zweite ist eben die außerparlamentarische Ebene. Also wir waren beispielsweise mit vielen Genossinnen und Genossen jetzt am Wochenende bei den Protesten von Ende Gelände, bei den Tagebaubesetzungen.
Wir haben Maschinen blockiert und wir waren auch als parlamentarische Beobachterin dort anwesend, weil wir eben gerade auch diesen Druck auf Politik brauchen. Wir brauchen eben massenhaften zivilen Ungehorsam, sonst wird das nichts werden in der Politik. An der Stelle vielleicht dazu, es freut uns, dass Sie uns gut finden. Andererseits können Sie nicht Ihre Verantwortung an uns abschieben an dieser Stelle. Das tue ich nicht. Also Sie können zwar auf der einen Seite sagen, natürlich haben Sie die Aufgabe, parlamentarischen Druck zu machen, aber es ist nicht nur unsere Aufgabe, außerparlamentarischen Druck zu machen. Und wir können eben an einem bestimmten Punkt nicht mehr weiter und deswegen sitzen wir hier und versuchen jetzt mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, weil es ist letzten Endes die Verantwortung der Politik, eben diesen Handlungsrahmen zu setzen. Und es ist die Verantwortung der aktuellen Bundesregierung und der aktuellen Opposition. Und wir unterstützen eben nicht ausdrücklich die Opposition. Wir richten uns aktuell gegen alle Parteien, weil eben, wie Sebastian schon gesagt hat, noch niemand es geschafft hat, uns ein Klimakonzept vorzulegen, was dem 1,5-Grad-Ziel entspricht. Sie sagen jetzt zum Beispiel Ende für Verbrennungsmotoren bis spätestens 2030. So ein Auto hält nun mal mehr als 5 Jahre im Idealfall und dann hätten wir eben unsere Netto-Null, für die Sie ja sagen, Deutschland hat sich dafür verantwortlich zu fühlen, Netto-Null 2035 zu erreichen. Die hätten wir so immer noch nicht erreicht. Von daher können Sie zwar sagen, dass Sie Fridays for Future und Ende Gelände unterstützenswert finden und auch persönlich unterstützen. Allerdings sehen wir die entsprechende Resonanz in Ihrer Partei noch nicht. Also zwei Punkte dazu. Erstens, ich habe keine Verantwortung abgeschoben, sondern ich habe gesagt, dass es eben auch für Politikerinnen, die eine radikal andere Politik wollen, gerade in Fragen des Klimaschutzes, eben auch notwendig ist, nicht nur im Parlament unterwegs zu sein, sondern konkret auch außerparlamentarisch und in den Bewegungen präsent zu sein, um die zu stärken, weil man es eben nicht machen kann, dass man die Verantwortung an Fridays for Future oder Ende Gelände abgibt. Das wäre eine Stellvertreterin-Politik, sondern wir wollen eine Politik machen, wo wir auch da präsent sind. Und es sind auch herzlich Mitglieder der Grünen waren noch dabei bei den Protesten, aber von CDU, SPD und FDP war, glaube ich, niemand bei Ende Gelände dabei und hat niemand mit blockiert. Und ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen sind auch herzlich eingeladen, sich daran zu beteiligen. Und ich sage es nochmal, es ersetzt außerparlamentarisches Handeln, ersetzt keine Politik. Fridays for Future ersetzt kein politisches Handeln, aber Fridays for Future, Ende Gelände, Extinction Rebellion, Ambi bleibt und all das bieten die Grundlagen, damit sich politisches Handeln so ändert, wie es notwendig ist. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt zur Verkehrswende, die wir hier in Deutschland brauchen. Der zweite Punkt, ich habe gesagt, wir wollen raus, spätestens aus dem Verbrennungsmotor 2030, aber ich habe ja noch mehr gesagt. Ich habe auch gesagt, wir müssen drastisch den Individualverkehr reduzieren. Das heißt, auf autofreie Innenstädte zu setzen, Verkehrskonzepte sich anzuschauen, in andere Länder, die funktionieren, den Individualverkehr rauszuziehen aus den Städten, Vorrang zu konstruieren in den Städten für Fußverkehr, für Radverkehr, dass man wirklich das Auto dort zurückdrängt, allgemein Tempo 30 einzuführen. Parkflächen zu reduzieren. Und das wird eben nur möglich sein, wenn wir drastisch den öffentlichen Nahverkehr ausbauen und den auch in den Regionen und in der Fläche ausbauen. Das heißt, eine Antwort, einfach zu sagen, wir wollen raus aus dem Verbrennungsmotor 2030, ist keine Antwort. Vielleicht ganz kurz, um das deutlich zu machen. Ihr habt vollkommen recht in dem Punkt, die Verantwortung liegt in den Parlamenten für die großen Veränderungen und in den Gesetzen. Dafür brauchen wir die Mehrheiten. Das ist uns schlichtweg bis jetzt nicht gelungen, die Mehrheiten dafür zu gewinnen. Kann man darüber streiten, woran es liegt. Ich meine, man sollte sich immer darüber im Klaren sein, in der Demokratie kriegt man nicht das, was man will, sondern in der Demokratie kriegt man das, was man wählt. Und das muss man sich halt sehr bewusst machen. Und um das vielleicht deutlich zu machen, weil es vorher vielleicht nicht deutlich genug geworden ist, unser Ziel ist es, so viel Klimaschutz wie möglich, aber unser Ziel ist, unter 2 Grad, möglichst 1,5 Grad zu erreichen. Und deswegen haben wir da schlichtweg auch einen Dissens, weil wir nämlich bereits für die Dinge, die wir alle beschlossen haben, ganz weit weg sind bis jetzt noch für Mehrheiten. Und wir müssen sozusagen auch die Stahlarbeiter mitnehmen. Wir müssen auch die Arbeiter in den Autofabriken mitnehmen. Und nämlich am Ende kommt es darauf an, dass wir die Klimaschutzmaßnahmen nicht nur fordern, sondern endlich auch umsetzen. Das ist das ganz Entscheidende und das ist unsere Verantwortung und da kämpfen wir für Mehrheiten. Und da muss man ehrlich sagen, das haben wir vom Kompromiss noch möglich. Darf ich noch ein Wort zu den Stahlarbeitern sagen? Wir haben tatsächlich eine Situation,
wo auch die Automobilbranche, die gesamte Industriepolitik und die Wirtschaftspolitik in Deutschland droht, vor die Wand zu fahren, und zwar durch eine verfehlte Klimaschutzpolitik, weil die gesamte Autobranche nicht zukunftsfähig ist, weil wir dort in den nächsten Jahren Hunderttausende an Arbeitsplätzen verlieren werden. Das heißt, auch die Autoindustrie muss zukunftsfähig umgebaut werden. Und die deutsche Bundesregierung schadet einer zukunftsfähigen Industriepolitik mit dem, was sie gerade macht. Okay, ich glaube, wir sollten dann bitte Herrn Dr. Köhler. Achso. Ja, bitte. An dieser Stelle würde ich mich doch gerne kurz einkriegen, weil mir das jetzt ein bisschen zu doll wieder, die Autoindustrie macht das gerne, schiebt es dann auf die Konsumenten, die ja mit der Werbekampagne überhaupt nichts damit zu tun, dass die Leute eine SUV brauchen. Das ist einfach ein bisschen kurz gegriffen. Und für Leute, die jetzt einmal seit 30 Jahren daran arbeiten, diese Architektur der Aufmerksamkeit zu verändern, fahren wir noch in ein erfolgreiches Zukunftsmodell oder nicht? Ist das genau der Punkt, und sagen wir, da schaue ich mir nicht mehr mit. Es gab 2007 Riesenkonferenzen im EU-Parlament Beyond GDP, dass dieser BIP-Indikator uns überhaupt nicht hilft zu sehen, wo wir eigentlich wirklich hinfahren. Dass wir eine Enquete-Kommission hatten, Wohlstand, Wachstum, Lebensqualität, die gescheitert ist, sogar blockiert wurde, dass wir eine alternative Indikatorik hier ein bisschen sichtbarer für die Leute machen, wo wir eigentlich hinfahren. Also die Transparenz über das, was wir wissenschaftlich nachweisen, den politischen Raum, die Referenzgrößen für Politik machen, die Nachhaltigkeitsstrategie, warum dümpelt die da so am Rande rum? Warum ist das überhaupt nicht ein Referenzrahmen, auf dem nachgekantet wird? Warum ist das nicht strafbar, könnte man mal drüber nachdenken, wenn wir das verfehlen? Jetzt haben wir über den europäischen Effort-Sharing-Mechanismus zum ersten Mal, dass wir bezahlen müssen, wenn wir das nicht erreichen. Das hätte die Politik sich viel früher auch in diesem Land für sich selber verbindlich geben können. Also die Möglichkeiten, das, was man sagt, was man sich vornimmt, dann auch so in Governance-Strukturen zu implementieren, dass eine Zugkraft daraus hervorgeht und dass vor allem Transparenz für die Bevölkerung daraus hervorgeht, warum man diese Dinge tut und was wirklich die Zielkonflikte sind und was wirklich die Kosten sind von diesem Wohlstandsmodell, was wir uns weiter leisten. Das wäre seit langem möglich gewesen und wird seit langem gefordert. Und wir haben diese Strategien und sie verpuffen und sie werden unter ferner Liefen irgendwo geparkt. Dass die Indikatoren gerade im ökologischen Bereich seit langem negativ verlaufen, ist allgemein bekannt. Es hat sich noch niemand großartig dazu berufen gefühlt, dazu Rechenschaft abzulegen, warum das weiter so ist. In der Nachhaltigkeitsstrategie selber wird die überarbeitet. Man sagt, oh toll, wir machen diese ganzen Maßnahmen, irgendwo mal eine konsequente Evaluation einzubauen, wie welche Maßnahmen aus der Politik zur Erreichung der ökologischen Ziele auch wirklich eintreten oder nicht. Und jetzt kann der GIO6-Report Bände zu sprechen, ist wieder klar geworden. Wir haben zum Teil tolle Gesetzgebungen, die werden überhaupt nicht vernünftig umgesetzt und dann werden zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich darauf berufen und dann Fragen erheben, in die Ecke gestellt, man könnte mal die Gemeinnützigkeit entziehen. Also da finde ich, geht es wirklich ein bisschen darum, sich auch ehrlich zu machen, wie weit man selbst diese Architektur der Aufmerksamkeit, diesen Diskurs darum, worum geht es, wo wollen wir hin, was ist für uns Fortschritt, überhaupt wieder mit den wissenschaftlichen Grundlagen dessen, was wir uns leisten wollte, zu zerstören, in diesem Modell, was wir Wachstum nennen, transparent zu machen. Gut. Ich glaube, Herr Dr. Köhler, wenn Sie. Gerne. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch auf die SDGs und die Frage nachhaltiger Aktionsplan und die ganzen anderen Rahmenbedingungen eingehe. Vielleicht machen wir das in der Runde danach oder wir machen das auf Nachfragen. Ich würde tatsächlich erstmal zu der Frage Netto Null Treibhausgasemissionen eingehen und das erstmal durchdiskutieren und dann können wir gerne nochmal sozusagen in der zweiten Runde das dann aufgreifen. Erstmal, ich freue mich über die Diskussion. Ich habe weder Interesse noch vor, hier irgendjemandem Honig um den Mund zu schmieren. Ich glaube tatsächlich, wir hatten ja schon eine ausgiebige Diskussion über die Frage, wann Netto Null und Treibhausgasneutralität notwendig ist. Und ich würde dem Eingangsstatement in zwei Punkten widersprechen wollen und einem recht geben. Das erste, wo ich widersprechen würde, ist die Frage, dass noch keine Fraktionen, keine Parteien einen Plan vorgelegt hat, wie Treibhausgasneutralität IPCC-Sonderbericht 1,5 Grad erreicht werden soll. Und das stimmt nicht, wir haben einen relativ klaren Plan, der das erreicht. Der zweite Teil, wo ich allerdings zustimmen würde, ist, dass Treibhausgasneutralität und 2035 nicht aneinander gekoppelt sind. Treibhausgasneutralität ist, und ich hatte das nach unserer Diskussion, Herr Grieme, nochmal nachgeguckt, im IPCC-Sonderbericht mit 2067 eingepreist. Also 2067 müssen wir weltweit treibhausgasneutral sein. Da
gibt es kein Biegen und Brechen dran. Das sind IPCC, das sind, ja, ich glaube, über 8000 Studien, die ausgewertet wurden, die sich nicht nur damit, aber mit vielen unterschiedlichen anderen Dingen beziehen, ohne einen großen Overshoot von 1,5 Grad, also ohne, dass wir mehr als diese 1,5 Grad erreichen, müssen wir das bis 2067 schaffen. 2067, und da würde ich dann auch wieder zustimmen, ist aber ein globales Ziel. Und deswegen würde ich nicht sagen, wir sollten 2067 anstreben, sondern wir müssen 2050 als Europa und als Deutschland damit anstreben. Das ist, glaube ich, relativ klar. Wie wollen wir das jetzt als Freie Demokraten machen? Das war ja der zweite Teil der Frage. Der wichtige Punkt ist, und das, was wir staatlich tun können, ist einen Rahmen setzen. Wir können also, das ist, glaube ich, das, was wir tun sollten, ein CO2-Limit setzen. Wir sollten uns, gemessen an dem Pariser Abkommen, gemessen an dem Prozess, der daran entstanden ist, mit den Nationally Determined Contributions, also den europäischen und dann damit runtergebrochen deutschen Zielen, das CO2-Limit so setzen, dass wir einen Emissionshandel, also eine Mengensteuerung nutzen, diese Mengensteuerung dafür umsetzen, genau die Ziele einzupreisen. Wie ginge das? Es gibt zwei Schritte, zwei notwendige Wege dahin. Der erste wäre zu sagen, wir müssen die Sektoren Verkehr und Wärme mit einfügen in den Emissionszertifikatehandel. Jetzt könnte man das direkt auf europäischer Ebene machen. Ich kenne den Vorwurf, dass das ewig lange dauern würde. Deswegen würde ich sagen, das sollten wir nicht tun. Wir sollten am besten natürlich mit einer Koalition der Vernünftigen das tun. Das heißt, mit Frankreich, den Benelux-Staaten vorgehen und das umsetzen. Wenn das nicht möglich ist, sollten wir Artikel 24 der Emissionshandelsrichtlinie nutzen, um damit auf nationaler Ebene in Deutschland die beiden Sektoren einzupreisen. Ich muss ehrlich sein, beim Landwirtschaftssektor sind wir noch nicht perfekt. Da sind wir noch nicht so weit, wie wir das einpreisen wollen würden, wie wir das einpreisen können. Ich glaube, wir können über andere Maßnahmen da jetzt schon anfangen, die Reduktion fortschreiten zu lassen. Allerdings kurz, so schnell wie möglich muss auch der Landwirtschaftssektor da mit aufgegriffen werden. Wenn das geschafft ist, dann muss das Schritt 2, der Emissionshandel an das Pariser Abkommen gekoppelt werden. Das heißt, die Mengenziele, das Limit für CO2, das wir uns staatlich setzen, muss entsprechend dem Senkungspfad bis 2050 auf Netto Null gesetzt werden in den Treibhausgasemissionen. Das wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, wir müssen mit den Technologien vorwärts kommen, die wir dazu brauchen. Das heißt, der eine Teil ist sicherlich staatliche Investitionen in Infrastruktur. Wir müssen dafür sorgen, dass die E-Tankstellen, E-Auto-Tankstellen, genauso wie die Wasserstofftankstellen ausbauen. Wir brauchen dringend eine, und zwar möglichst dieses Jahr noch, eine Strategie dazu, wie wir möglichst viel Wasserstoff und also grünen Wasserstoff und grünes Methan nach Deutschland importieren. Das heißt, wir müssen eine internationale, oder auch Europa eigentlich am besten, wir müssen also eine internationale Strategie zum Import von synthetischen Kraftstoffen finden. Und die sollten wir möglichst schnell machen. Es gibt noch ganz viele kleine Einzelne, wir können gerne noch über Details gleich sprechen, auf Rückfrage, wie das genau funktionieren soll. Der zweite Teil ist, das ist der Teil zum Verkehr, der zweite Teil ist sicherlich, dass wir einfordern, dass die Speicherung und der Netzausbau und die Umwandlung von erneuerbaren Energien in Strom, sehr viel in sozusagen nicht volatilen Strom, also über Speichertechnologien dafür zu sorgen, dass wir ein funktionierendes Netz, eine funktionierende Netzinfrastruktur haben, deutlich schneller geht als heute. Da muss man auch politisch die low-hanging fruits pflücken, sozusagen, dass was schnell geht, also Anpassung des Netzausbaugesetzes, da ist ja der erste Schritt schon gemacht worden, der ist mir aber viel zu wenig. Die Frage der Netzintegration von Speichern, die Frage, ob wir weiterhin erneuerbare Energien ins Netz einspeisen müssen oder ob wir nicht zum Beispiel Offshore-Windparks direkt für die Produktion von Wasserstoff nutzen können, wäre ein weiterer Weg. Der dritte Weg, und das ist auch relativ klar aus dem IPCC-Sonderbericht 1,5 Grad ersichtlich, ist die Frage der CO2-Speichertechnologien. Das heißt, wir brauchen jetzt eine Strategie dafür, wie wir Akzeptanzdebatten in Deutschland für CCS schaffen. Aber CCS, also Speichern von CO2, sollte immer der letzte Weg sein. Wir haben drei Wege, wie wir mit CO2 umgehen. Der erste ist vermeiden, der zweite ist nutzen, der dritte ist speichern. Das sind die drei wichtigen Wege. Und erst den dritten Schritt, die Emissionen, die es immer geben wird, aus der wir nicht rauskommen, Methanemissionen aus der Landwirtschaft, aus dem Zementbereich, die Stahlindustrie kann man, glaube ich, umstellen, mal schauen, wie schnell das geht, aber aus der Industrie Emissionen abzuscheiden und speichern sollten wir nutzen. Der Punkt allerdings nicht ist allerdings, dass wir CCS nicht für Energie nutzen. Also wir können keine Kohlekraftwerke laufen lassen, um da sozusagen Kohlenstoff auszuspeichern. Das ist absurd und würde uns nicht bringen. Der letzte Teil, die internationalen Ebenen, hatten wir angesprochen. Wir sind der Meinung, dass wir dringend dafür sorgen müssen, dass die Ambitionssteigerung
auf europäischer Ebene 2030 deutlich erhöht werden. Im Moment ist diese Diskussion über 40% bis 55%. Wir sind für mehr Ambitionen und wir sind dafür, die Möglichkeiten des Pariser Abkommens zu nutzen. Das heißt, die Artikel 6 Maßnahmen über internationale Kooperation, internationale Zusammenarbeit dafür zu sorgen, dass nicht nur hier in Deutschland, nicht nur in Europa Treibhausgasreduktionen entstehen, sondern weltweit. Und zwar so, dass die Menschen nicht die gleichen oder dass die anderen Länder nicht die gleichen Fehler machen, die wir gemacht haben, die notwendig waren, um jetzt zu wissen, wie es besser geht, sondern das Wissen und die Technologien werden vermittelt. Also ich bin froh, dass Sie den Punkt ansprechen, dass es um kurzfristige Maßnahmen gehen muss. Wenn wir uns die Kurven vom Weltklimarat anschauen, sehen wir, dass die Treibhausgasemissionen jetzt sofort runter müssen, und zwar im Steilflug. Und wir haben auch eindeutig aus den Berichten des Weltklimarats, dass die weltweiten Emissionen von jetzt bis zu 2030 um 55% sinken müssen. Deutschland bezieht sich da ganz gerne auf so einen 1990er-Referenzrahmen, das irgendwie so das bequemste Datum ist, weil Deutschlands Emissionen da am höchsten waren. Aber wenn wir das jetzt auf 2017 umrechnen, bedeutet das, dass wir bis 2030 ungefähr 70% der Emissionen im Vergleich zu 1990 reduzieren müssen. Keine von Ihren Parteien hat das in ihrem Programm drin. Wir haben uns die Zahlen durchgeschaut, was in ihrem Programm drin steht. Da sind manchmal 55% drin oder sowas, aber keine Partei geht auf 70%. Und diese 70% würden noch nicht mal reichen, weil wir dann genauso schnell reduzieren würden, wie Länder, in denen noch Menschen am Verhungern sind. Das müssen Sie sich vorstellen. Wo Menschen verdursten, wo Menschen in katastrophalen Bedingungen leben. Und wir als reines Industrieland, wenn wir in dem gleichen Schritt gehen würden, was absolut inakzeptabel ist, müssten wir schon 70% reduzieren bis 2030. Das heißt, wir müssten noch viel mehr reduzieren in Wirklichkeit. Aber nicht mal bis zweite, nicht mal die 70% kann irgendeine Partei von Ihnen liefern. Das ist absolut inakzeptabel. Ja, herzlichen Dank. Also wie gesagt, ich glaube, wir sind sozusagen in dem Zieldatum 2035 und dem deswegen rückgerechneten Daten sozusagen unterschiedlicher Meinung. Das ist ja die demokratische Diskussion. Das finde ich ja, ich finde das gut. Also mir macht das viel Spaß. Ich glaube allerdings, Spaß ist tatsächlich da nicht die wichtige Frage. Und Sie hatten einen Teil angesprochen, der extrem wichtig ist. Wenn wir dafür sorgen, dass wir in Deutschland und Europa, wenn wir dafür sorgen, dass wir keine Akzeptanz in der Bevölkerung bekommen, wenn wir dafür sorgen, dass unser Wirtschaftswachstum zurückgeht, wenn wir dafür sorgen, dass die Menschen hier aufgrund der Maßnahmen, die wir für den Klimaschutz aufrufen, nicht mehr davon überzeugt sind, dass das der richtige politische Weg ist, dann können wir das Modell auf gar keinen Fall exportieren. Weil dann werden die Länder, von denen Sie gerade gesprochen haben, sicherlich nicht sagen, Mensch, wir nehmen den gleichen Weg auf wie Deutschland. Sondern dann werden die Länder sagen, okay, ja, jetzt machen wir erstmal gar nichts, sondern sorgen dafür, dass Armut und zum Beispiel Hungersnöte zurückgehen. Und ich glaube, dass wir eine zweigeteilte Verantwortung haben. Wir haben den einen Teil der Verantwortung, den wir aufgreifen müssen, wenn es um die Maßnahmen der Reduktion geht. Und da können wir mit Technologien helfen. Da können wir auch damit helfen, welches Modell wir haben. Und da, und deswegen würde ich sagen, das IPCC-Sondergutachten gibt uns die notwendigen Schritte. Ich hatte ja die Tabelle 2.4 mit 2067 angesprochen. Der zweite Schritt ist aber auch, und da können wir nicht raus, da müssen wir dafür sorgen, dass die Finanzen stehen, nämlich die Frage der Anpassung an den Klimawandel. Und wir sollten als ersten Schritt und als wichtigsten Schritt die Reduktion eingehen. Aber Anpassungsmaßnahmen zu finanzieren, ist völlig richtig und gibt uns ja das Pariser Abkommen jetzt schon vor. Und da müssen wir natürlich dafür sorgen, dass der Green Climate Fund sinnvoll finanziert ist. Da müssen wir dafür sorgen, dass Industry Resilience, also der Resilienzfonds, so aufgebaut wird, dass wir möglichst früh Schäden erkennen und abändern. Und da müssen wir auch natürlich an die anderen Systeme ran, die wir mit unserer europäischen Entwicklungszusammenarbeit aufgreifen. Wir würden zum Beispiel sagen, der Waldklimafonds, den es im Moment gibt, reicht nicht aus. Wir müssen dafür sorgen, dass Brasilien zum Beispiel überhaupt kein Interesse daran hat, seine Regenwälder abzuholzen, weil es mit seinen Regenwäldern vor Ort Geld generieren kann, weil es durch nachhaltige Nutzung dessen, was eigentlich abgeholzt werden müsste, jetzt sinnvoll umgehen kann und den Menschen eine Perspektive für die Zukunft bietet. Aber jetzt habe ich ganz viele Fragen gesehen. Ich höre mal auf. Es gibt viel dazu zu sagen. Okay. Was Sie gerade gesagt haben, Herr Köhler, ich glaube, es ist klar, dass wir eine weitgehende Wende in vielen, vielen Sektoren nicht erreichen können, wenn damit jeder zufrieden sein muss. Sie haben jetzt gerade wieder davon gesprochen, dass wir ein System nicht exportieren können, mit dem die Bevölkerung nicht zu großen Teilen zufrieden ist. Aber wenn wir darauf warten, dass wir einen Konsens finden in einer Bevölkerung von 80 Millionen, dann sind wir da 2150 immer noch dabei. Diesen Konsens werden wir nicht finden. Und dementsprechend geht es ja darum,
drastische Maßnahmen zu finden, natürlich auch mit Einsparungen in unserer Lebensqualität. Das wird anders nicht mehr möglich sein. Wir müssen damit anfangen, dass man eben den eigenen Konsum reguliert, dass man anfängt, okay, zu sagen, okay, brauche ich dieses T-Shirt jetzt wirklich, das 5 Cent in meinem Kleiderschrank, wenn ich es dann dreimal anziehe? Und da müssen wir anfangen. Und dass damit nicht jeder zufrieden sein wird, ist klar, aber nichtsdestotrotz bleibt es unbedingt nötig, um zu sagen, wir warten, bis alle zufrieden sind, ist auf jeden Fall der falsche Weg. Vielleicht können wir gerade die Fragen dann sammeln. Ein zweiter sehr falscher Weg, meines Erachtens nach, der deutlich schwerer Weg ist, in meinen Augen. Sie haben gesagt, es macht Ihnen Spaß, demokratisch über Fakten zu diskutieren. Inwiefern kann man über den wissenschaftlichen Fakt einer Klimaneutralität und in welchem Jahr sie erreicht werden kann, diskutieren? Das ist ehrlich gesagt etwas, das in meinen Augen gegen jede Logik und jeden Menschenverstand geht. Inwiefern können wir über etwas diskutieren, was über die Lebensgrundlage von Milliarden Menschen entscheidet, über die Stabilität von Ökosystemen? Das ist für mich nicht diskutabel. Und das Recht sollte es keinen Spaß machen, darüber demokratisch zu diskutieren. Und das, finde ich, ist eine ziemlich interessante Aussage. Was Sie in Ihrem Eingangs gesagt haben, als Sie auf Sebastian reagiert haben, wir wollen auch nicht, dass Arbeitsplätze verloren gehen. Deswegen sitzen wir hier und deswegen gehen wir jeden Freitag auf die Straße. Die Klimakrise in ihrer vollen Konsequenz mit bis zu 6 Grad Erwärmung bis 2100 bedeutet den Zusammenbruch der Zivilisation, das muss man so deutlich sagen. Und das betrifft mich und deshalb ist das kein Konsens, was gerade passiert. Und deshalb ist dieser Kohlekompromiss auch kein Konsens 2038. Deshalb müssen wir viel drastischere Maßnahmen ergreifen, einfach weil wir hier sitzen für eine Generation, die sich nicht mehr repräsentiert fühlt, weil ihre Zukunft an ihrer Zukunft vorbei Politik gemacht wird. Und deswegen möchte ich ganz klar darauf beharren, wir sind für Arbeitsplätze auf eine implizite Art. Also ich möchte gerade nochmal wirklich erwähnen, dass Sie einfach nicht darauf eingegangen sind. Ich habe gesagt, dass wir 70% reduzieren müssen, weltweit, also das auf Deutschland runtergebrochen, 70% Reduktion meinen würde. Und die sind dann einfach ausgewichen und haben gemeint, ja, wir müssen aber irgendwie schauen, dass es in der Gesellschaft Akzeptanz hat und dass wir müssen aufpassen, dass es irgendwie keinen schlechten Eindruck macht. Aber ich sage Ihnen, was einen schlechten Eindruck macht. Und Sie werden sich nicht hinstellen wollen und erklären wollen, oh, die Korallenriffe sind auf einmal weg. Sie haben ein ganzes Ökosystem vernichtet, weil Sie 1,5 Grad nicht eingehalten haben. Das will ich mich nicht hinstellen. Da will ich mich nicht hinstellen. Und da wollen Sie sich auch nicht hinstellen. Und erst recht nicht mit so einer vergleichsweise harmlosen Argumentation, wie dass Leute sich Sorgen machen könnten, ob das so funktionieren würde. Und deshalb erwarte ich von Ihnen, dass Sie die Emissionen entsprechend reduzieren und dass Sie nicht Ewigkeiten um den heißen Brei drum herum reden. Denn es waren alles schöne lange Reden, aber die bringen uns nicht weiter, wenn Sie am Ende nicht die Ziele einschlagen, die notwendig sind, die nach dem Weltklimarat notwendig sind, an die Sie sich halten müssten. Genau, ja, vielen Dank. Dann würde ich einmal von hinten aufzäumen. Tatsächlich habe ich die Akzeptanzdebatte nicht zur Frage 70%, sondern zur Frage internationale Ebene aufgegriffen, was wir auf internationaler Ebene tun müssen. Zu 70% habe ich gesagt, der Senkungspfad, den der IPCC-Sonderbericht 1,5 Grad vorgibt, aufzeigt, ist ganz eindeutig. Und der zeigt eben 2067 Treibhausgasneutralität. Ich bin bei Ihnen, dass das schneller gehen muss in Ländern des globalen Nordens, also in Industrieländern. Deswegen sagen wir 2050 Treibhausgasneutralität. Das ist das, was sozusagen auch vom IPCC-Sonderbericht, das ist das, was die EU-Kommission, das ist was auch, was die wissenschaftlichen Räte in der EU-Kommission mit aufgegriffen haben und umsetzen. Deswegen würde ich niemals über Fakten, über wissenschaftliche Fakten streiten wollen. Das ist, da haben Sie recht, da gibt es das, was vorgegeben wird, da gibt es die klare Meinung des Großteils der Wissenschaftler und da halten wir uns. 2067, 2050 ist das, was in der, ich hatte es eben erwähnt, Tabelle 2.4 des 1,5-Sondergutachtens steht. Und das ist klar, da gibt es keine Diskussion. Wo wir uns aber demokratisch drüber streiten müssen, ist die Wege, wie wir da hinkommen. Und es gibt Wege und ich weiß, Greta Thunberg hat mal gesagt, wir müssen alle in Panik verfallen. Ich glaube nicht, dass wir mit Panik irgendetwas gelöst bekommen. Weil ich glaube, solange wir in einer Demokratie leben, und weiß Gott, ist es gut, dass wir in einer Demokratie leben und keine Diktatur in irgendeiner Form haben. Solange wir in einer Diktatur leben, geht es darum, über Wege zu streiten und darüber, welchen Weg wir führen. Ich habe Ihnen ja eben einen relativ klaren Weg, auf den Sie übrigens noch gar nicht eingegangen sind, einen klaren Weg vorgelegt. Wir setzen ein CO2-Limit, mit dem eindeutig es erreicht wird, dass wir das Pariser Abkommen einhalten. Und diesen Weg unterstützen wir flankierend mit sehr schnellen Maßnahmen, mit mittelfristigen und langfristigen Maßnahmen. Und wenn wir das schaffen, wenn wir diesen Weg umgesetzt bekommen, da kann man darüber streiten, welche dieser Maßnahmen finden Sie richtig und welche nicht. Aber ein CO2-Limit zu setzen, das ist Pariser Abkommen. Das ist der wichtige Schritt.
Ansonsten, der letzte Schritt, natürlich wird Klimaschutz Geld kosten. Ich sage Ihnen nicht, dass eine CO2-Bepreisung über einen Emissionshandel, die bis 2050 auf netto Null ist, nichts kosten wird. Ich würde Sie anlügen, wenn ich sagen würde, es wird keine Veränderung in unserem System geben. Aber das sollten wir doch so effizient und vor allen Dingen so kostengünstig wie möglich machen, damit diese Brüche nicht so hart werden. Weil in einer Demokratie ist es auch so. Wenn wir abgewählt werden, egal warum, dann kommen wir zu gar nichts mehr. Wenn wir abgewählt werden, kommen, weil die AfD über 50% kriegt, dann machen wir gar keinen Klimaschutz mehr. Und das will ich auch nicht. Und deswegen glaube ich, wir müssen einen rationalen, einen vernünftigen und einen vorwärtsgewandten, innovativen Weg gehen. Und damit schaffen wir auch die Klimaziele einzeln. Ich glaube, wir müssen an dieser Stelle nicht darüber diskutieren, dass Fridays for Future hinter den demokratischen Werten steht. Ich hoffe, ja. Haben Sie gerade als sozusagen mir. Und ich denke, Sie werden auch alle die Grafik gesehen haben von Herrn Röckström und von den ganzen Menschen am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und von den ganzen anderen wissenschaftlichen Instituten. Sie kennen die Grafik und die wissen, dass die bei 2,50 Meter Null erreichen. Und ich fände es auch schön, wenn wir uns alle an die Regeln des Gastgebers halten und uns an die Gegenhändler halten würden. Denn sie machen sich schon die Arbeit, alle zu führen. Und ich fand es sehr respektvoll, Ihnen gegenüber, Ihnen auch dieses Recht weiterhin zuzustehen. Ich würde gerne dazu übergehen, damit alle Parteien noch die Chance bekommen, sich dazu zu äußern. Frau Böbel, vielleicht noch kurz hinbekommen. Dann würde ich jetzt erstmal entsprechend der gezwungenen Reihenfolge Herrn Lenz bitten, nochmal was für die CDU-CSU-Fraktion zu sagen. Ja, ich glaube, dass die ja jetzt doch nicht mehr ganz so kurze Diskussion schon zeigt, welche Aufgabe diese Transformation insgesamt darstellt. Es ist ja nicht nur eine Aufgabe der Parteien oder der Politik, es ist ja eine gesellschaftliche Transformation, diese Aufgabe, die dahinter steht. Und insofern möchte ich zunächst mal betonen, dass es ja jetzt nicht so ist, dass nichts passiert ist, die letzten 10, die letzten 20, die letzten 30 Jahre, dass es im Zielkontext zu wenig ist, das ist ja keine Frage, aber wenn wir vorher 1990 als Jahr adressierten, dann ist es ja das Jahr, das bei allen Ländern eben als Maßstab Stichtag oder Stichjahr sozusagen genannt wurde oder eben betrachtet wird. Und Deutschland hat bis heute zwischen 32% und 34% CO2 oder äquivalente Gase eingespart. Das ist zu wenig, das ist keine Frage. Das Ziel war bis 2020 40%, aber es ist nicht so, dass nichts gemacht worden wäre. Das möchte ich einfach betonen, dass alle jetzt sagen, das ist zu wenig, das ist mir klar. Aber Deutschland hat sich auf diesen Weg gemacht. Und wenn man gerade mal das Ziel der EU vergleicht, das ist 2030 40%, da werden wir als Deutschland wesentlich früher sein. Die Frage, was man jetzt konkret macht. Ich möchte doch noch mal kurz auf diese WSB-Kommission zu sprechen kommen, auf die Kohlekommission. Es war ja nicht so, dass hier nur die Politik am Tisch saß. Es war ja Greenpeace am Tisch, es war der BUND am Tisch, es war sogar Professor Schellenhuber, der vielen hier im Raum wahrscheinlich was sagt, am Tisch, und die haben alle zugestimmt. Und das möchte ich auch betonen. Es ist einfach schwer. Die ein Sondervotum gemacht haben. Nein. Wir müssen an die Diskussionskultur setzen. Also wie gesagt, letzten Endes haben alle zugestimmt. Es gibt dann noch einen Punkt, da komme ich noch drauf zu sprechen, aber alle haben zugestimmt. Wenn man die Dimensionen der Nachhaltigkeit betrachtet, dann ist es einfach immer eine Herausforderung, einen gewissen Konsens oder ein gewisses Gleichgewicht unter der ökologischen, der ökonomischen und der sozialen Dimension zu finden. Und ich kann nur allen sagen, es ist einfach auch nicht so ganz einfach, den Menschen eben entgegenzutreten, die ihre Arbeitsplätze verlieren werden. Es ist auch Aufgabe der Politik, hier mittelfristig Perspektiven zu schaffen, und das versucht eben auch Politik mit einem solchen Kompromiss, der, wie gesagt, auch mit Greenpeace, BUND und Herrn Schellenhubers Zustimmung erfolgt ist. Jetzt geht es natürlich um die Zustimmung, um die Umsetzung. Und da möchte ich noch einen Fakt erwähnen. Jetzt ist es natürlich so, dass 38 als Enddatum in der deutschen Kohleverstromung genannt wird, aber mit der Option auch schon 32 auszusteigen, wenn entsprechend die Alternativen vorhanden sind. Und die Alternativen sind natürlich Gas, aber eben auch der Ausbau der Erneuerbaren. Und deswegen ist es jetzt natürlich, liegt es natürlich an der Politik, auch wiederum unter Akzeptanzgesichtspunkten diesen Ausbau der Erneuerbaren zu gestalten.
Wir haben hier ein ehrgeiziges Ziel, 65% im Strombereich bis 2030. Allein um das zu erreichen, brauchen wir einen massiven Ausbau in Deutschland. Aber ich möchte einmal noch zu bedenken geben, dass eine vollständige Dekarbonisierung Deutschlands, da würden wir in Deutschland mit den Produktionskapazitäten sehr schnell ans Ende kommen. Also wenn wir Dekarbonisierung wirklich zu Ende denken, dann müssen wir großskalierig als skalig eben auch die Kapazitäten auch in anderen Ländern, gerade was Erneuerbare betrifft, mitdenken. Und das ist natürlich auch unsere Aufgabe. Und letzten Endes müssen wir natürlich Konzepte finden, die übertragbar sind, die uns auch nachgemacht werden. Weil eine Frage wurde mir jetzt noch nicht beantwortet. Natürlich haben wir eine besondere Verantwortung als Industrieland, als Deutschland, das auch in der Vergangenheit viel fossile Brennstoffe verbraucht hat. Aber was nutzt es denn dem Weltklima, wenn der deutsche Weg eben da nicht mitgegangen wird? Wenn wir keine Industrie mehr haben, keine Landwirtschaft mehr haben und es aber keiner nachmachen würde, dieses deutsche Modell, dann würde es uns ja letzten Endes wahrscheinlich oder dem Weltklima eben auch nichts bringen. Wir müssen eben gerade deshalb an ganz vielen Ansätzen arbeiten. Wir haben ja auch Fonds, wo wir Entwicklungsländer unterstützen bei der Einsparung von CO2. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir müssen eben jetzt auch die anderen Sektoren stärker mit einbeziehen, gerade auch den Wärmebereich, gerade auch den Mobilitätsbereich. Und letzten Endes, das ist also immer stufig zu sehen. Aus meiner Sicht müssen wir jetzt die Quick Wins, die es noch gibt, so schnell wie möglich ernten. Also jetzt auch die Low-Hanging Fruits sozusagen tatsächlich auch umsetzen. Und wir machen uns jetzt Gedanken, um dann auch die nächsten Schritte zu erreichen. Und jetzt muss natürlich das Ziel die vollständige Treibhausgasneutralität sein. Das ist gar keine Frage. Aber mittelfristig müssen wir doch jetzt schauen, dass wir zuverlässig und sicher die 2030-Ziele eben auch in Deutschland umsetzen können. Und da sind wir dran, dass wir hier ein Konzept aufsetzen, das es gewährleistet, diese Ziele sicher zu erreichen. Aber ich will am Ende schon auch noch mal betonen, dass aus meiner Sicht der Weg dahin schon auch mit einer gewissen Lust an Zukunft verbunden sein muss. Und letzten Endes, ja, dass es auch ein Bewusstsein bei jedem bedarf. Und nicht nur bei der Politik oder nicht nur bei Fridays for Future. Das muss schon in die gesamte Gesellschaft hineingehen. Das muss bei jeder individuellen Kaufentscheidung eben auch mit im Kopf verankert sein. Bei jeder Urlaubsentscheidung muss es eben auch eine Rolle spielen. Insofern glaube ich, es wäre schon ein bisschen zu leicht, einfach zu glauben, die Politik müsse nur Schnitt machen und alle Probleme wären gelöst. Also es hängt wirklich bei einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe dann letzten Endes wirklich an jedem. Da hat die Politik Hausaufgaben zu machen, das ist überhaupt keine Frage. Aber letzten Endes wird es nur funktionieren, wenn jeder Einzelne sich eben auch angesprochen fühlt und jeder Einzelne eben auch die eigene Verantwortung wahrnimmt und das auch in einem Gesamtkonzept passiert, wo dann diese Konzepte eben auch übertragbar sind. Und ein Beispiel ist ja die aktuelle Diskussion über eine mögliche CO2-Bepreisung, wo ich sehr offen bin. Ich bin der Meinung, dass eben, wenn CO2 Schaden anrichtet, dann auch ein Preis notwendig ist. Aber der erste Schritt für eine offene Diskussion ist, dass sich dadurch was verändern wird. Weil sonst würden wir es nicht machen. Und wenn vielerorts Glauben gemacht wird, wir führen jetzt eine CO2-Bepreisung ein, aber es wird sich nichts ändern, auch für die sozial Schwachen nicht, dann ist es eben aus meiner Sicht auch Augenwischerei. Also wie gesagt, wir brauchen Innovationsoffenheit, wir brauchen auch Technologien und wir brauchen letzten Endes auch Konzepte, die auf der ganzen Welt dann auch nachgemacht werden können und auch nachgemacht werden wollen. Ansonsten haben wir unter Umständen eben auch wiederum im Gesamtkontext weniger Reich. Da möchte ich eine ganz kurze Frage, also ich möchte tatsächlich auch mal ein einziges Wort von Ihnen hören. Das heißt, gesagt, eine Zahl, wann netto null von Ihrer Partei aus? Denn das ist das Einzige, was Sie bisher nicht beantwortet haben. Ja, die Bundeskanzlerin hat ja eben für die Bundesregierung 2050 genannt und man hat ja eben auch beim Europäischen Rat gesehen und das ist vielleicht auch nochmal, also nur ein Beispiel, dass diese Themen
auch in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich diskutiert werden. Das ist zunächst im Europäischen Rat daran gescheitert, dass die osteuropäischen Staaten das eben anders sehen und eben nicht einverstanden waren, 2050 die entsprechende Treibhausgasneutralität mit zu unterstützen. Okay, danke. Das ist, also ich wollte, wie gesagt, nur diese eine Zahl eigentlich von Ihnen hören. Ich denke, ich schränke mich jetzt nur auf einen Punkt, auf den ich gerne eingehen würde und überlasse meinen Mitstreiterinnen hier den Rest, dann können wir alle was dazu sagen. Ich möchte nur ganz kurz und hoffentlich für ein letztes Mal diesen Punkt aufgreifen, den Lucia vorhin schon angesprochen hat. Sie haben gesagt, Sie stehen Menschen gegenüber, die ihren Arbeitsplatz verlieren. Sie sitzen uns als Generation gegenüber, die ihre Zukunft verlieren. Wie kann man das abweichen? Sie sitzen uns gegenüber, die wir nicht nur unsere Arbeitsplätze verlieren, sondern unsere gesamte Lebensgrundlage. Und ja, wir reden von 20.000 Arbeitsplätzen in der Kohleindustrie beispielsweise. Was ist mit den auch in Ihrer Pressekonferenz angesprochenen, allein 80.000 in der Photovoltaik? Allein das in Relation zu setzen, das widerspricht jeglicher Logik. Und demzufolge, nein, die Arbeitsplätze sind hier kein Argument im Kohleausstieg. Und den Rest würde ich gerne an die anderen übergeben. An Worten oder Sammeln? Wir sammeln jetzt erstmal so alles, was wir vielleicht zu Ihrem Statement zu sagen haben. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Und zwar auch nochmal zum Kohleausstieg. Sie haben gesagt, 2038 sei Konsens. Und man kann sich jetzt sicherlich darüber streiten, wie mehr oder weniger freiwillig die Zustimmung der Naturschutzverbände und der Wissenschaftler dazu war. Ich glaube, die Debatte wollen wir gar nicht erst aufmachen. Warum nicht? Allerdings, wir können sie auch gerne aufmachen. Allerdings wollen wir über den Zeitpunkt reden, an dem Deutschland netto null zu erreichen hat und nicht über den Kohlekompromiss, der nun mal jetzt beschlossen wurde und der nun mal dringend reformbedürftig ist. Denn uns liegen Studien vor, zum Beispiel sei jetzt hier die von Fraunhofer genannt, die ja schon Sebastian angesprochen hat. Die sagen, der Kohleausstieg 2030 ist möglich. Und die sagen, der Kohleausstieg 2038 ist zu spät für das 1,5-Grad-Ziel. Und da frage ich Sie, wie können Sie das vertreten als Partei, die das Pariser Klimaabkommen quasi als Teil der Bundesregierung mit unterschrieben hat? Also als Partei, die mal jetzt aktuell in der Regierungsverantwortung ist. Und als Partei, die viel, viel, viel zu weiche Ziele für 2030 gesteckt hat, die nicht mal wir jetzt gerade erreichen würden. Sie haben gesagt, wir sind aktuell zwischen 32% und 34% an Kohlenstoffeinsparungen. Und Sie haben auch gesagt, Sie machen sich jetzt auch Gedanken, wo ich mich oder wo viele Jugendliche und vermutlich auch viele andere Menschen mich fragen, Sie sind seit Ewigkeiten an der Regierung beteiligt, in kleineren Unterbrechungen. Warum machen Sie sich erst jetzt Gedanken? Das sind Zahlen, die seit Jahrzehnten bekannt sind. Und auch Ihre Aussage, es ist Aufgabe der Politik, mittelfristig zu handeln. Wir möchten gerne auch langfristig eine Zukunft haben. Und die muss nun mal vielleicht mittelfristigen Angelegenheiten geopfert werden. Und das ist eine Sache, die aktuelle junge Generation oder auch viele aus der älteren Generation einfach nicht akzeptieren können. Also wirklich zwei Punkte. Der erste Punkt ist, ich finde das gerade eben absolut symptomatisch für die gesamte Politik, die Bundesregierung derzeit fabriziert. Sie haben viele, viele Minuten geredet. Ich habe von Ihnen keine inhaltlichen Positionen rausbekommen, außer irgendwelche schwammigen Formulierungen. Ich habe keine Lust auf so eine Diskussion. Ich will eine Diskussion führen, wo wir über Inhalte sprechen, und zwar über Zahlen, darüber, wie wir Paris einhalten können, wie wir uns eine Zukunft sicherstellen können. Was ich von Ihnen gehört habe, waren schwammige Formulierungen und Phrasen, die uns seit 30 Jahren blockieren, dass wir eine Zukunft haben. Und das ist für uns absolut nicht akzeptabel. Und der zweite Punkt, der geht zum Kohlekompromiss. Gerade Sie als CDU, aber auch von der FDP oder auch von der SPD zum Teil, argumentieren immer sehr gerne, dass man den wirtschaftlich günstigsten Pfad wählen müsste. Zum Glück haben wir da wissenschaftliche Organisationen, die das untersuchen. Und zwar viele, viele Studien, die sogar an Computern ausrechnen lassen, wie sich das Netz entwickelt, wenn wir so und so viel Erneuerbare zubauen, wenn wir dieses Kraftwerk dann abschalten und so weiter. Und diese Studien geben uns aus, genauso wie etliche andere Ausarbeitungen, dass für einen kostengünstigen Pfad, der wirtschaftlich sinnvoll ist, jetzt wir für das 1,5-Grad-Ziel allerspätestens 2030 die Kohleverschmutzung beenden müssen. Warum tun Sie das nicht, wenn Sie sich anscheinend doch für, wenn Sie sagen, Sie wollen auf der einen Seite das 1,5-Grad-Ziel erreichen und auf der anderen Seite irgendwie wirtschaftlich im Rahmen bleiben? Warum sagen Sie dann 2038? Das ist ein vollkommener Widerspruch. Und das zeigt uns, dass Sie entweder die Wirtschaftlichkeit nicht haben wollen, was irgendwie so bei Ihrer Politik mir nicht so wahrscheinlich erscheint, oder dass Sie in Wirklichkeit schon von vornherein das 1,5-Grad-Ziel aufgegeben haben. Und das ist eine Katastrophe für uns und für den ganzen Planeten. Als letzte Frage. Ja, ich habe noch ein paar Sachen. Zwar, Sie haben erstens von einer gesellschaftlichen Aufgabe gesprochen, dieser Entwicklung entgegenzutreten. Da haben Sie völlig recht. Natürlich muss sich auch in der Gesellschaft was ändern. Es muss eine Veränderung im Konsumverhalten geben. Aber nichtsdestotrotz sind auch Sie da in der Verantwortung und zu einem sehr, sehr, sehr großen Teil. Wir haben in Deutschland
ich glaube, 7 oder 8 der 10 dreckigsten Kohlemeiler in ganz Europa, die, wo es möglich wäre, diese abzuschalten. Sie sind gewählte Vertreter in dieses Volkes und Sie haben entsprechende Gesetze zu veranlassen, dass sich daran was ändert. Sie haben außerdem gesagt, dass Sie gerade dabei sind, was zu tun, aber Ihre Ziele nicht erreichen. Genau das ist das Problem. Wir müssen diese Ziele erreichen, wobei Ihre Ziele teilweise schon zu niedrig gesteckt sind. Wir müssen eigentlich noch viel mehr erreichen. Und wenn man dann sagt, okay, wir sind zwar dabei, was zu tun, wir erreichen es nicht, ja, dann ist das dann im Endeffekt auch egal, ob man dabei war, was zu tun oder nicht. Die Folgen werden da sein. Des Weiteren eben, das Arbeitsplatzargument hat Lucy schon angesprochen, ich möchte da aber auch noch mal ein paar Worte zu sagen. Wir bei Fridays for Future fordern nicht nur diesen Kohleausstieg, sondern wir fordern auch Umschulungsmaßnahmen für die Kohlearbeiter, die ihren Arbeitsplatz verlieren. Dementsprechend könnten da diese Arbeitsplätze eben in erneuerbare Energien umgeschult werden. Außerdem, wie auch schon angesprochen wurde, natürlich gab es viel zu hohe Subventionen für Photovoltaikanlagen, aber auch da wurden 80.000 Arbeitsplätze verloren. Und zu guter Letzt, die haben gesagt, was bringt es uns, wenn Deutschland alleine anfängt, etwas zu verändern? Das ist genau das gleiche Argument, was jedes 15-jährige Kind eingetrichtert kriegt. Geh wählen, jede Stimme macht einen Unterschied, das ist genau dasselbe. Jeder oder jedes Land, was sich dazu bereit erklärt und damit anfängt, die Klimaneutralität zu erreichen, macht einen Unterschied. Und des Weiteren ist es natürlich so, dass Deutschland sehr, sehr angesehen ist, international, und damit eine Vorbildfunktion einnehmen könnte, wo dann andere Länder sagen, okay, da ziehen wir vielleicht nach. Und zu Ihrem Punkt Lust an Zukunft, diese Lust haben wir übrigens auch. Sehr gut, dann darf ich. Dann darf ich. Ja. Würde ich Sie bitten, da noch kurz drauf zu antworten, damit auch Herr Lindhoff und ja. Herr Hilse dann noch die Chance bekommen. Ich versuche es wirklich kurz zu machen. Natürlich hat die Politik eine besondere Verantwortung, das ist ja gar keine Frage, aber das negiert nicht, dass jeder Einzelne auch eine Verantwortung hat und dass es auch eine gesellschaftliche Herausforderung insgesamt ist. Und ich glaube, wir diskutieren zu wenig entweder oder und zu wenig sowohl als auch. Also es ist nicht so, dass es nur an der Politik liegt, es liegt auch an der Gesellschaft. Und da ist mir persönlich manchmal die Argumentation etwas zu einseitig. Und natürlich sind wir Vorreiter und müssen Vorreiter sein, haben eine besondere Verantwortung. Aber auf der anderen Seite glaube ich schon auch, dass es trotzdem stimmt, dass wenn uns den Vorreiter das nicht nachgemacht wird, was der Vorreiter macht, dass es dann eben auch unter Umständen nicht zielführend ist. Dafür müsste der Vorreiter aber erstmal anfangen, das zu machen. Ja, aber wir machen schon viel, wir müssen noch mehr machen, das ist keine Frage. Und insofern müssen wir auch irgendwo dann sehen, dass wir die Dinge möglichst auch gemeinsam umsetzen können. Da bin ich für jeden Vorschlag dankbar, der dann letzten Endes auch zielführend ist. Es wurde angesprochen, dass wir über 20.000 Arbeitsplätze sprechen und woanders viel mehr sind. Das mag sein, dass man das so betrachten kann. Letzten Endes ist es auch immer übrigens die Frage der nachgelagerten Arbeitsplätze. Das sind über 100.000, aber sei es jetzt mal drum. Mir geht es dann schon auch um jeden einzelnen Menschen, der davon betroffen ist. Und wir müssen uns ja um jeden einzelnen Menschen kümmern. Und es geht um ganze Landstriche, die letzten Endes auch betroffen sind. Ich könnte jetzt sagen, Bayern ist in keiner Weise betroffen, das könnte mir egal sein. Aber wir müssen uns um die Menschen und um die Zukunftsperspektiven der Menschen ja im ganzen Land kümmern. Und insofern auch die Bitte an euch, ihr seid ja jetzt auch nicht die alleinigen Vertreter der Jugend. Ich spreche ja mit vielen Schulklassen, mit vielen Jugendlichen. Also man muss schon auch dann in die gesamte Gesellschaft hineinhören und dann eben auch nicht glauben, dass man aus meiner Sicht den Alleinvertretungsanspruch einer jungen Generation hat, weil natürlich das auch ein Ausschnitt ist. Andere Jugendlichen sehen es vielleicht auch anders und deswegen, wie gesagt, hat jeder Einzelne eine entsprechende Verantwortung und der muss er dann auch gerecht werden, damit eben die Gesellschaft insgesamt vorankommt. Wenn mir jetzt vorgeworfen wird, das sind irgendwelche Floskeln, war ja vorher, dann gerne auf jede einzelne Floskel konkret auch gerne im Nachgang noch eingehen. Wie gesagt, aus meiner Sicht noch mal kurz auf den Kohlekompromiss zu sprechen, der beinhaltet die Möglichkeit auch 2032 schon auszusteigen, wenn die entsprechenden Alternativen gegeben sind und zeigt eben auch, wie schwierig Politik ist, dass man eben auch Konsense findet
wo dann, und ich kann es nur nochmal wiederholen, wo eben auch BUND, wo Greenpeace und wo auch der Schellenhuber zugestimmt haben, dass der Kohlekompromiss alleine nicht reicht. Das ist ja klar, dass wir auch über CO2-Bepreisung sprechen müssen, dass wir auch über den Wärmesektor, über Mobilität eben auch substanziell noch mehr erreichen müssen. Das ist ja auch klar, aber nur das nochmal als Ergänzung. Ich glaube, es ist wichtig, dass jetzt Herr Wintrup ich glaube, wir kommen sonst nicht weiter. Entschuldigung. Ja, also auch herzlichen Dank für die Einladung. Ich muss den Herrn Dr. Miersch entschuldigen, der sitzt gerade im Bundesvorstand. Sie wissen, dass wir gerade wichtige Diskussionen führen. Ich fange einmal an mit einer persönlichen Vorbemerkung. Frau Professor Dr. Göbel, ist richtig ausgesprochen, hat insofern völlig recht, als es keine schlüssige Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung gibt. Es gibt sehr unterschiedliche Politiken, aber es gibt keine schlüssige Nachhaltigkeitspolitik. Ich bin seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages und das habe ich auch quasi leidvoll gemerkt. Und dann muss man sich natürlich, wenn man sich das Zieldreieck anguckt, der Nachhaltigkeit, ist es klar, dass mit den Lebensgrundlagen der Erde nicht zu verhandeln ist. Das ist die erste Vorbemerkung. Die zweite persönliche Vorbemerkung ist, es gibt nicht die Politik, es gibt auch nicht die Politiker, sondern es gibt sehr, sehr hartes Ringen von jedem von uns in den eigenen Fraktionen, mit den Fraktionen und überhaupt auch zwischen den Fraktionen und der Bundesregierung. Für mich persönlich war der Tiefpunkt meiner Tätigkeit als Mitglied des Deutschen Bundestages, als wir im Jahr 2014 ein Kompromisspapier vorgelegt bekommen haben, was Frau Dr. Merkel unterschrieben hat als Kanzlerin, was der Vizekanzler Sigmar Gabriel unterschrieben haben und 16 Ministerpräsidenten mit Ausbauzielen für die erneuerbaren Energien. Diese Ziele für den Ausbau der erneuerbaren Energien waren um den Faktor 2 bis 3 möglich, weil sie waren ausgerichtet ganz alleine auf den Atomausstieg, nicht auf Klimaschutz. Und das ist ein Problem, mit dem wir bis heute zu kämpfen haben. Dann haben wir es geschafft, im Bundestag Übergangslösungen hinzukriegen für die Windkraft. Wir haben die Ausschreibung nicht scharf gestellt. Das hat quasi noch funktioniert, aber am Ende sind wir jetzt quasi tatsächlich in einer Krise. Jetzt komme ich weg von den persönlichen Bemerkungen, sondern zu dem, was wir dann in der SPD-Fraktion gemacht haben. Also wir haben am Ende der letzten Wahlperiode eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich mit dem Thema Klimaschutz beschäftigt hat, die auch ein Positionspapier vorgelegt hat. Und zu den Zielen ist nochmal wichtig, damals war eine politische Debatte über die Ziele, haben wir das Ziel 80-100% bezogen auf das Jahr 2050 und unser Ziel war Treibhausgasneutralität. Die Frage, und das hat der Kollege Dr. Köhler ja auch gesagt, bezogen auf das IPCC, reicht das für 1,5 Grad oder nicht, würde ich an dieser Stelle sagen, da dreht man bitte doch nochmal eine Runde mit den Klimaforschern, da fühle ich mich jetzt auch nicht sozusagen kompetent, jetzt dazu zu ausführlich Stellung zu nehmen. Die Zielstellung war damals Klimaneutralität für uns in 2050 und das war ambitionierter als das, was vorher da war und das haben wir auch in unser Wahlprogramm aufgenommen. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen quasi eine große Transformation über alle Sektoren und das Entscheidende ist der erhöhte Ausbau der erneuerbaren Energien und ein Klimaschutzgesetz. Weil wir haben in der Vergangenheit einen Klimaschutzplan der Bundesregierung gekriegt und dieser Klimaschutzplan, das ist ein Werk, das hat nicht der Deutsche Bundestag beschlossen, sondern dieses Werk ist von der Bundesregierung beschlossen worden und ein Gesetz mit entsprechenden Folgegesetzen, für uns heißt das ja im Koalitionsvertrag, nicht, also Gesetz zur Einhaltung der Klimaschutzziele ist entscheidend, weil wir die öffentliche politische Diskussion auch im Deutschen Bundestag darüber brauchen, wie wir die Klimaschutzziele erreichen. Und ich habe dann aber auch ein Problem damit, wenn man, und das ist nicht an Sie gerichtet, auch ist eher an die von Bundeskanzlerin Dr. Merkel gerichtet. Wenn man kurzfristig versagt, langjährig Verantwortung hat, dann in der Länge die Ziele zu ambitionieren, halte ich für hochgradig problematisch. Das, was ich jetzt auch aus Bayern vom bayerischen Ministerpräsidenten gehört habe, den Ausbau der Windenergie zu sabotieren in Bayern und dann gleichzeitig jetzt zu sagen, wir wollen in 2030 aus der Kohle aussteigen. Ich bin Naturwissenschaftler, ich weiß nicht, wie das physikalisch geht. Wir haben dann weiterhin gesagt, wir brauchen tatsächlich einen gesellschaftlichen Konsens für die Frage des Kohleausstiegs. Und das ist für eine sozialdemokratische Partei wirklich ein großer Schritt, wenn Sie unsere Wurzeln kennen. Und wir haben gesagt, wir delegieren das an diese Kommission, an der ja die Kolleginnen und Kollegen aus dem Bundestag, Andreas Lenz war ja auch beobachtend dabei, ne? Aber nicht als vollwertiges Mitglied, ohne Stimmrecht. Nicht deswegen habe ich eben die Frage gestellt, wer hat da wen gedrückt? Und am Ende haben alle gesagt, okay, das ist richtig, dass man diesen Konsens einschlägt, bis auf eine Betroffene aus der Lausitz.
Das heißt natürlich nicht, dass man die Hände in den Schoß legt, sondern das heißt, dass man jetzt massiv handeln muss. Da komme ich dann gleich nochmal drauf. Und wir haben als zweites gesagt, wir brauchen eine Kommission, die sich mit der Frage der Verkehrswende beschäftigt, und wir brauchen etwas im Gebäudebereich. Der Landwirtschaftsbereich muss ja auch aktiv sein. Wir werden in den nächsten Wochen verschiedene Positionspapiere vorlegen. Für uns ist das entscheidend, dass wir das in einer breiten Akzeptanz hinbekommen. Ich war in der letzten Woche in den Vereinigten Staaten. Ich kann nur sagen, die Gewerkschaften in den USA gucken sehr genau auf uns. Es wird sehr genau geschaut, was wir machen. Die wissen alle, dass wir im Augenblick unsere Ziele nicht erreichen. Aber die gucken, kriegen wir das zusammen, die Zielerreichung und quasi die Frage des sozialen Friedens. Ganz entscheidend. Wobei für uns das Primat in der SPD klar der Klimaschutz und die Ökologie hat. Und da müssen wir gucken, da gab es tatsächlich ein Desaster. Ich habe selber bin selber Mitglied einer Energiegenossenschaft, wir haben im Prenzlauer Berg ein Blockheizkraftwerk im Keller, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Die bürokratische Blockade des Ausbaus der dezentralen erneuerbaren Energien ist eine Katastrophe. Und Toni Hofreiter, kann ich nur zustimmen, die energetischen Ziele der Bundesregierung, dass man der Meinung ist, der Stromverbrauch sinkt, wenn ich Sektorkopplung machen will, ist naiv, ist verheerend. Also wir brauchen eine absolute Innovations- und Investitionsoffensive im Bereich der erneuerbaren Energien, und wir müssen das koppeln mit Effizienzmaßnahmen. Und jetzt komme ich wieder zum WGBU. Der WGBU hat eine gute Studie vorgelegt, wo es um globalen Klimaschutz geht. Einer der wesentlichen Punkte ist es dort, dass man den ökologischen Rucksack von Baumaterialien betrachtet. Ich versuche seit Jahren, diese Debatte in Deutschland einzunehmen. Seit Jahren laufe ich vor die Wand. Und ich habe immer wieder eine Debatte darüber, Effizienzstandards steigen. Dabei gibt es natürlich auch einen Punkt, wo Wärmedämmung ins Negative gibt. Das ist ganz klar zu ermitteln. So, und wir brauchen dringend in dieser Frage einen Konsens, wie wir das hinbekommen, und wir haben einen großen Vorteil, und deswegen kann man diesen Kampf auch gewinnen. Wir haben extreme technologische Innovationen, und die erneuerbaren Energien sind so deutlich billiger geworden, dass ich glaube, dass das machbar ist. Auch das Ziel 2030 ist natürlich machbar. Aber man muss endlich mal anfangen, und man muss eine schlüssige Politik machen, die eine schlüssige Steuerpolitik ist, eine schlüssige Förderpolitik ist, und die im Grunde genommen diese beiden Züge, die im Prinzip irgendwie gegeneinander gelaufen sind, auflöst. Die letzten zwei Punkte natürlich im Bereich des Verkehrs. Es ist auch dringend erforderlich, dass wir die Verkehrswende hinbekommen. Interessanterweise überholt da die Automobilindustrie weite Teile der Politik. Wobei die Frage der individuellen Mobilität für Großstädte nicht die Lösung sein kann, aber die Elektromotoren sind einfach wichtiger. Und eine Schlüsselfrage habe ich VW gestellt im Gespräch in Wolfsburg. Macht ihr das wie die Immobilienbranche, also Teile der Immobilienbranche, nicht die guten, und betrachtet nur die Verbräuche des Autos, sondern macht ihr eine ganzheitliche Cradle-to-Grave-Betrachtung? Dann geht das, ja, wollen wir. Das ist ein enormer Fortschritt, weil sonst lüge ich mir eine in die Tasche, weil die Batteriezellen haben eben einen verdammt ökologischen Rucksack, wenn man sie sozusagen importiert. So, und dann kommt natürlich der wesentliche Punkt am Ende noch die Landwirtschaft. Und wir müssen das natürlich, die Frage der Landwirtschaft, mit der Nutzungsstrategie verbinden. Da geht es um das Thema, was hier das Thema ist. Wie schaffen wir das mit dem Halt der Biodiversität? Weil da ist auch einiges im Argen. Also wir haben eine Masse zu tun, und ich hoffe, dass uns die Bundesregierung oder das Klimaschutzkabinett die entsprechenden Gesetzentwürfe liefert, sodass wir ins Arbeiten kommen können. Ich habe gesehen, noch eine ganz kurze Nachfrage ist, glaube ich, hier, und dann würde ich gerne Frau Göpel noch etwas vorstellen. Dies ist eine Krise, weil in der Vergangenheit Fehler gemacht wurden, das wissen wir alle, und deshalb möchten wir Sie an dieser Stelle fragen, was möchten Sie nach dieser Diskussion in Ihrer Fraktion konkret ändern? Das ist das, was interessiert. Das ist doch ganz klar. Ich habe es doch gesagt. Massiver. Nein, Sie haben gerade erzählt, ich habe was alles falsch gelaufen ich habe ist. Massiv das wissen wir. Ich habe massiv gesagt, und bitte ich auch mir dazu zu hören. Ich habe massiv gesagt, dass wir eingestanden sind als SPD, und sozusagen wir haben hart dafür verhandelt, dass wir gesagt haben, wir wollen den Kohleausstieg, das ist für die SPD ein großer Schritt. Wir wollen den massiven Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir wollen starken Ausbau deutschlandweit von Windkraft. Natürlich sozusagen in Akzeptanz mit den Regionen. Wir wollen die Photovoltaik ausbauen. Wir wollen alle bürokratischen Hürden beseitigen. Wir wollen den öffentlichen Nahverkehr stärken. Wir wollen den Wechsel schaffen zur emissionsfreien Mobilität. Und da wird es ein ausführliches Maßnahmenpaket von uns geben. Das alte Paket, was wir verabschiedet haben vor zwei Jahren, habe ich hier. Das ist noch nicht weitgehend genug. Wir werden das in den nächsten Tagen machen und entsprechend vorlegen. Auch unsere Klausurtagung wahrscheinlich nach dieser Woche. Okay, das geht in die richtige Richtung. Dankeschön. Also vielleicht mal zu meinem Hintergrund, ich war 5 Jahre im Bundesvorstand vom Bundesverband Windenergie. So, also von daher, wo ich herkomme, ist es wieder. Ich würde jetzt gerne Frau Blüte noch mal das Wort geben und dann hier eine Frage.
Ich würde gerne zwei Punkte vielleicht nochmal auch für die Nachhaltigkeitswissenschaft nach vorne bringen. Also die Nachhaltigkeitswissenschaft setzt sich ja zum Ziel, zu sagen, wie halten wir Zukunft weit offen? Also wie halten wir das, was wir an zivilisatorischem Fortschritt gewonnen haben, stabil? Es geht aber überhaupt gar nicht, dass wir danach keine Landwirtschaft mehr haben und keine Industrie. Es geht darum, dass wir sagen, welche Landwirtschaft und welche Industrie ist langfristig valide und auf welche Zielindikatoren sollte sie einzahlen. Wo sind wir überhaupt noch Technologieführer und wie lange? Also wenn man sich anschaut, was da jetzt gerade international passiert, wenn das World Economic Forum und andere jetzt sagen, die größten Risiken von CEOs aus der Welt sind Umweltrisiken, dann können wir davon ausgehen, dass weltweit so langsam der Suchprozess startet. Und wir sehen das in China sehr konsequent, wir möchten vielleicht andere Mittel dafür wählen, USA, Schweizer Revolution läuft. Also wenn Deutschland Vorreiter bleiben möchte, auch Technologievorreiter, dann ist das was wir wirklich proaktiv annehmen sollten. Und ich glaube, der Beweis wohl aus den Energiekonzernen als auch jetzt aus der Automobilbranche zeigt, dass wir da uns eigentlich ein bisschen stark ausgeruht haben auf dem Verlassen, dass es irgendwo der internationale Markt vielleicht gar nicht so viel zu tun haben kann. Deshalb nochmal die Bitte, nicht das Wirtschaftlichkeits- oder Wirtschaftlichkeitsargument gegen das ökologische Argument auszuspielen, sondern die Zeit ist echt vorbei. Es geht darum, die Lösungen zu finden, die langfristig valide funktionieren. Und deshalb ist für uns die Suche nach den Trade-ins. Nicht nur Trade-offs, sondern Trade-ins. Wie kriegen wir das Soziale und das Ökologische verheiratet? Und welche Technologien können uns dabei helfen? Und welche Finanzierungsinstrumente können uns dabei helfen? Und welche Geschäftsmodelle können uns dabei helfen? Und nicht weniger ist es. Deshalb hat der WWU schon 2011 ein Gutachten geschrieben, wo es um einen neuen Gesellschaftsvertrag ging. Um ganz klar zu machen, das ist nicht mit Umweltpolitik allein zu leisten. Und deshalb gibt es diese unterschiedlichen Ansätze mit Wende und so weiter in Ressourcen, in Landwirtschaft, in Mobilität, in Urbanisierung. Und die Digitalisierung jetzt mal konsequent auf diese Ziele auszurichten, wäre eine Riesenmaßnahme. Momentan steuert sich völlig blind in dem alten Modell weiter, wo wir nicht mit der integrierten Indikatorik messen, was hinten rauskommen soll, sondern uns wieder an dem alten Modell orientieren. Dabei wären da wirklich viele Win-Wins. Das war Thema jetzt unserer letzten Studie. Und deshalb gab es auch ein Papier im Herbst, das sagt, lass uns eine Zero-Carbon-Mission machen. Weil dann geht es nicht nur darum, muss die CO2-Bepreisung jetzt die Haushalte entlassen, sondern es geht darum, was haben wir alles für öffentliche Förderinstrumente eigentlich in der Hand. Und da geht es um Regionalpolitik, Strukturpolitik, Grundlagenforschungsförderung und so weiter. EU, ganz wichtig, jetzt gibt es den neuen siebenjährigen Finanzrahmen. Wie stark ist der gestreamlined, dass wir eben so eine Just Transition, und damit sind wir bei dem Schlagwort, worum es eigentlich geht, auch unterstützen und finanziert bekommen. Es gibt auch wunderbare Studien, der Kohäsionsfonds ist langsam auf der Richtung, aber 25% in die Richtung auszurichten, warum nicht mehr? Und andere Instrumente sind noch überhaupt nicht in der Richtung ausgerichtet. Und das ist genau das, worum es geht. Und da geht es auch darum zu sagen, ist denn diese Landwirtschaftspolitik auf der europäischen Ebene was wir überhaupt noch zukunftsfähig nennen? Und nein! Und da geht es auch darum, nicht nur CO2 anzuschauen. Dafür müssen wir bis zu 50% der Tierbestände mal reduzieren, wenn man es ernst nehme. Und wir unser Grundwasser wieder reinigen wollten, die Biodiversität zwar mehr als andere. In der Wissenschaft nennen wir das Multifunktionalität von bestimmten Systemen, wie zum Beispiel die Landnutzung. Und darum geht es doch wirklich zu suchen, was sind die Lösungen, die uns erlauben, Ökosysteme zu regenerieren. Es geht nicht darum, die nur zu stoppen, die Erosion. Es geht darum, sie zu regenerieren, damit sie die Stabilität als CO2-Senke und als Biodiversitätsbereiter überhaupt noch wieder erreichen können. Und da ist es wichtig, auch neben der Effizienz, Suffizienz einfach mal in den Mund zu nehmen und mal zu gutieren. Und da würde ich Sie alle einladen, auch mal in die internationalen Verhandlungen einzutreten, weil da hören Sie sehr deutlich, was von den Ländern gefordert wird, deren Fußabdrücke radikal geringer sind als die, die wir für unseren Lebensstil in Anspruch nehmen. Und da ist es spannend, in der Kanzlerrunde mal oder in der Kanzleramtsrunde mal zuzuhören, wenn Irme Scholz als Vertreterin für die Entwicklungszusammenarbeitsperspektive spricht. Vorher hat man von den Vertretern aus Deutschland nur gehört, wollen die Leute nicht, weiß nicht, Akzeptanz, ist nicht so richtig machbar. Und dann kommt, es geht um die würdevolle Zukunft aller Menschen auf diesem Planeten. Und da sitzt hier die junge Generation, die sich hier da torpediert fühlt. Und da gibt es auf der anderen Seite des Planeten viele Menschen, die davon direkt weniger Entwicklungsraum zur Verfügung haben, wenn wir weiter dieses Ausmaß für uns in Anspruch nehmen. Und das ist die Perspektive, die die Nachhaltigkeitsziele, weil wir sie eben angesprochen haben, einnehmen. Und genau deshalb heißt es Transforming Our World. Und genau deshalb heißt es, jede Gesellschaft muss sich transformieren. Und die Zielkoordinate kann dann aber nicht sein, wir dürfen niemals weniger Fleisch, Fliegen, Pummel oder sonst irgendwas in Anspruch nehmen, sondern es kann qualitativ anders dargestellt werden. Auf einmal gehen wir auf Blank mit der Vorstellung, dass Technologie, sonst sind wir alle total technologieaffin und auf einmal wird es total alle in der Vorstellungswelt und alle sagen, wir gehen zurück in die Lebensstile der 50er Jahre oder irgendwie in die Höhlen.
das ist doch das, was wir jetzt anders gestalten können. Ressourcenarme, sozial gerechte Lebensstile mit den Geschäftsmodellen, wo Leute wieder mehr partizipieren, anstatt dass einige wenige daran strukturell immer reicher werden. Und das ist die Aufgabe, die eine zukunftsoffen haltende Agenda braucht. Und deshalb ist es so wichtig, die Dinge zusammenzudenken. Und deshalb ist es aber auch so wichtig, es jetzt zu wollen. Und dann kann ich auch Wege finden. Und wenn ich nicht will, finde ich Gründe. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt hier einmal noch die Fragen sammeln und eine kurze Antwort machen, damit Herr Hilse dann auch noch die Chance hat, sein Statement zu geben. Ich glaube, von unserer Seite aus kann man zu diesem Statement nichts mehr hinzufügen. Das sollte eigentlich alles sagen und die Wissenschaft sollte da alles sagen. Und da, glaube ich, braucht man nicht drüber diskutieren. Wo es hingegen durchaus noch Bedarf gibt, etwas hinzuzufügen, ist das, was der Herr Mintrup gerade gesagt hat. Und zwar erstmal natürlich, wie möchte die SPD die Klimapolitik gestalten, in erster Linie sozial, und wie will sie Klimapolitik finanziell gestalten, durch massive Investitionen in Verkehr, in erneuerbare Energien und so weiter und so fort. Kann man sich jetzt natürlich fragen, wo kommt dieses Geld her? Und Fridays for Future, eine der zentralen 6 Forderungen, ist nun mal der Abbau von Subventionen für fossile Energieträger. Wir subventionieren aktuell fossile Energieträger mit rund 54 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist enorm viel und damit könnte man zum Beispiel jedem der 20.000 Kohlearbeiter ein paar Millionen in die Hand drücken und sagen, macht ihr ein schönes Leben. Genau. Wäre enorm sozial verträglich, muss man nicht machen. Allerdings könnte man damit eben unglaublich viel ausbauen. Deswegen möchte ich Sie jetzt fragen, liebe SPD und auch liebe CDU-CSU-Fraktion, wie stehen Sie denn zum Abbau von fossilen Subventionen? Es gibt ja die Liste, die das Umweltbundesamt vorgelegt hat. Und wir brauchen tatsächlich endlich mal eine schlüssige Politik, die sich genau anguckt, welche Folgen oder welcher CO2-Ausstoß ist quasi mit welchem Handeln verbunden. Und wenn ich im Augenblick mir Steuerpolitik angucke, ist es so, dass wenn ich eine Erdgasheizung habe, der CO2-Ausstoß geringer besteuert wird als wenn ich eine Erdölheizung habe. Das ist natürlich nicht logisch. So, und wir brauchen tatsächlich... Wir haben ja im Augenblick de facto schon einen Preis für CO2, denn wenn wir unsere Ziele nicht erreichen, dann ist es so, dass wir natürlich dann Emissionsrechte bei anderen Staaten kaufen müssen. Also gibt es schon einen Preis für CO2. Also wir brauchen ein logisches System, das dazu führt, dass Umweltbelastung teurer wird und umweltentlastendes Verhalten billiger wird. Da gehören natürlich die Subventionen auch rein. Jetzt ist das so, dass zum Teil, deswegen müssten wir da aber, das reicht die Zeit hier nicht aus, die Listen angucken, wir haben zum Teil Industrie, die im internationalen Wettbewerb steht, also wo die sogenannte Carbon-Leakage-Frage da ist, und wir werden uns das genau angucken, wo gibt es sozusagen etwas, was wir deutsch regeln können, wo gibt es Dinge, die wir europäisch regeln müssen und wo brauchen wir dann internationale Regeln, also Cross-Border-Taxes, wo wir dann im Grunde gucken, was kommt hier rein, welchen CO2-Rucksack hat das, und ich erwarte, da sind jetzt ja auch verschiedene Konzepte im Augenblick unterwegs in der Bundesregierung, dass wir dann ein schlüssiges Maßnahmenkonzept kriegen. Wichtig ist, bei aller Frage der Bepreisung von CO2, es geht ja um fossiles CO2. Da muss man sich an der Schweiz orientieren. Unser Ziel ist ja, das fossile CO2, deswegen sprechen wir manchmal auch Defossilisierung, auf Null herunterzuführen. Das heißt, wir dürfen in unseren Einnahmen nicht damit rechnen, dass wir langfristig dieses CO2 besteuern. Wir hatten mal in Deutschland irgendwie um 1903 oder sowas die Einführung einer Sektsteuer für die kaiserliche Flotte. Wir haben diese Steuer noch, aber wir haben die Flotte schon lange nicht mehr. Das heißt, das, was wir jetzt im Prinzip den Menschen wegnehmen, in Anführungszeichen, oder in einer gerechten Bepreisung, müssen wir wieder zurückführen. Das ist die Position der Schweiz. Das ist aber eine wirklich nicht einfache Operation, weil wir im Augenblick Energiesteuern von 40 Milliarden im Augenblick haben, 25 Milliarden EEG-Umlage. Und ich warte jetzt wirklich auf die Vorstellungen, die jetzt von den Ministerien kommen, auch vom Kanzleramt, und dann werden wir da etwas machen. Für uns ist entscheidend, wir wollen die Menschen wollen einen Anreiz bieten, sowohl für die Industrie wie für die Menschen, sich besser zu verhalten, auch einen Anreiz für andere Investitionen. Es geht uns nicht darum, Menschen zu quälen, sondern wirklich eine Lenkungswirkung zu haben für das, was wir da tun. Und dazu gehören natürlich auch die Subventionen dazu, weil die müssen mit in den Pott rein, in die Betrachtung. War das nämlich auch noch gerichtet? Ja, bitte. Also grundsätzliche Übereinstimmung. Das Klimakabinett liegt auch hier, wird auch hier Vorschläge vorlegen. Wir müssen aber das Wichtige auch richtig machen. Also nur das Beispiel nochmal ausgeführt. Wenn wir jetzt eine CO2-Bepreisung beispielsweise auf fossile Heizöl oder sowas erhöhen,
dann wird es natürlich auch die Oma spüren, die irgendwie einen Heizkessel hat. Und deswegen braucht man auch langfristige Maßnahmen, die dann die richtigen Investitionsanreize wiederum setzen. Eben nicht in die fossile Heizung, sondern in die Heizung, die durch Erneuerbare betrieben wird. Und. Das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt, wo man sieht, dass wir daran arbeiten, dass wir gerade die Abgaben und Gebühren eben stärker auf CO2 basieren wollen, um dann eben auch Lenkungswirkungen zu erzielen, die dann auch insgesamt getragen werden können. Noch ein letzter Punkt, das ist ja auch immer so ein einheitlicher CO2-Preis, der bringt unter Umständen gar nichts, weil man im Mobilitätsbereich bereit wäre, wesentlich, wesentlich höhere Beiträge zu zahlen. Und bei der Subventionsgeschichte, da ist es ja auch immer so. Was ist jetzt eine Subvention? Ist es eine Subvention, wenn unterschiedlich bepreist wird oder wenn direkt zugeschossen wird? Und wir orientieren uns am Umweltbundesamt. Und da werden selbst die Aussagen vom Bundesumweltamt bestritten, aber das muss alles aufs Tableau, wenn die Abgaben und Gebühren insgesamt reformiert werden, weil die natürlich stärker auf CO2 basieren müssen, das ist keine Frage. Das Umweltbundesamt ist ein zentrales Gremium irgendwie, was Sie zur Umweltfrage berät. Und Sie sagen, ja, da ist es auch strittig. Also Sie stellen jetzt schon wieder Wissenschaft in Frage und Sie reden schon wieder, ich finde das hier symptomatisch für die GroKo gerade eben. Sie erzählen uns hier schon wieder, was irgendwie in der Vergangenheit war. Sie erzählen uns, was die aktuell geplanten Trippelschritte sind, mit denen man irgendwie 2050 bei Netto Null ist, was offensichtlich viel zu spät ist. Und dann verteidigen Sie Ziele, die mit Paris vollkommen inkompatibel sind, was Ihnen auch etliche wissenschaftliche Studien belegen, und weigern sich, irgendwelche Zukunftskonzepte zu präsentieren. Wir fühlen uns verraten, weil das Pariser 1,5 Grad, was uns versprochen wurde, nicht eingehalten wird. Wir fühlen uns verraten, weil Ihre Parteien trotz andauernder Beteuerung, dass ihnen wie wichtig Ihnen Paris ist, trotzdem nicht umsteuern und selbst nach massiven Wählerverlusten anscheinend nichts verstanden haben, wie groß die Transformation wirklich ist, die wir brauchen. Und selbst nach stundenlanger Beratung durch die Wissenschaft, Sie sehen es einfach nicht ein, das ist für uns inakzeptabel. Und Sie müssen da grundsätzlich etwas ändern. Und das Erste, was Sie ändern könnten, wäre, dass Sie aufhören, so lange zu reden, sondern anfangen, konkret zu werden. Sie sagen grob irgendwie, in welche Richtung es gehen soll. Aber Sie müssen abstecken, welche Maßnahmen wir haben können. Und welche Maßnahmen uns zu 1,5 Grad bringen. Und die liefert Ihnen die Wissenschaft. Und da müssen Sie ja nicht drauf zurückgreifen. Ich habe einen Punkt, ich möchte das jetzt gar nicht ausweiten. Ein Punkt von Wissenschaft ist Falsifizierung, dass man auch Dinge in Frage stellen darf. Richtig. Und das, glaube ich, ist ein Punkt, den man auch in der Diskussion beachten muss. Von Ihrer eigenen Behörde? Darf ich mal Konkretes machen? Also es ging zum Beispiel das mit der Redeleitung? Entschuldigung, die Frage war ja, ich meine, das war ja schon sehr vehementer Vorwurf an uns. Ne? Also in der Liste des Umweltbundesamtes steht zum Beispiel die kostenfreie Zuteilung von CO2-Emissionsberechtigungen 3,1 Milliarden. Da geht es um produzierende Industrie. Das ist geregelt im europäischen Emissionshandelssystem. So, und ich bin sehr dafür, dass wir darüber reden, wie wir das treibhausgasneutral hinkriegen in einem Weg. Aber das kannst du nur europäisch lösen. Und das kannst du dann auch wahrscheinlich nur lösen, indem man dann tatsächlich überlegt, wie man den europäischen Wirtschaftsraum schützt, weil ich möchte nicht die chinesische Stahlindustrie stützen. Die sind da zum Beispiel mit dabei. Und so ist das so, dass ich im Kern jede Zahl, und das ist unser Job als Bundestagsabgeordneter, ich kann auch zu jeder Zahl was sagen, ich habe ja die Liste hier, dass wir dazu Stellung nehmen, und es ist immer noch so, dass wir hier demokratisch gewählt und verantwortlich sind und wir entscheiden dann am Ende, was vernünftig ist, und wir können das auch begründen. Und wir setzen uns wirklich mit jeder Frage sehr genau auseinander. Ich würde jetzt sehr gerne Herrn Hilse das Wort geben, damit wir alle das ein einmal angehört haben und dann vielleicht nochmal die weitere Diskussion eröffnen und Frau Hilse auch nochmal das Wort geben. Ja, vielen Dank, dass wir diesen Dialog überhaupt führen. Das gehört ja zur Demokratie, dass man miteinander diskutiert und vielleicht die besten Lösungen auch findet. Ich möchte auch heute gar nicht darüber sprechen, über die wissenschaftlichen Grundlagen, weil letztendlich haben wir da einen großen Dissens. Ich möchte bloß sagen, dass wir nicht den Klimawandel leugnen, natürlich, sondern dass wir einfach nur sagen oder bezweifeln, und sehr viele unabhängige Wissenschaftler auch, dass er über die CO2-Emissionen des Menschen verursacht wird. Und selbst das IPCC muss sich also revidieren bzw. relativieren, indem also bis voriges Jahr die 2-Grad-Grenze erreicht werden sollte bei einem Restbudget von 500 Gigatonnen. Das hat man hochgesetzt auf 1000 Gigatonnen, um 1,5 Grad zu erreichen. Das ist so.
Genau, wird auch in den nächsten IPCC-Bericht aufgenommen werden. Sie werden. Okay, alles klar, sehr schön. Gut, aber Politiker haben die Pflicht, quasi Gesetze nur dann zu erlassen, wenn quasi eine valide bzw. eine solide wissenschaftliche Grundlage da ist. So sehen wir eben nicht. Ich möchte heute einfach mal über die Folgen der sogenannten Klimaschutzpolitik sprechen. Wir können zum Beispiel ganz am Anfang über die Kosten sprechen. Herr Altmaier hat sie bis 2030 mit 1 Billion Euro beziffert. Die Werteunion beziffert sie bis 2050 mit 4,6 Billionen Euro. Dann können sich, Sie sind alle gut in Mathe wahrscheinlich, können sich ausrechnen, wie viel Euro, wie viel 100 Euro pro Monat jede Familie dafür zu zahlen hat. Dann ist das Prinzip der Verhältnismäßigkeit wichtig in der Politik. Und wenn Sie vielleicht den letzten Fokus oder den vorletzten Fokus gelesen haben, dann haben Sie gesehen, dass hier die Klimaschutzpolitik mit der Zerstörung unserer Umwelt, unserer Natur bezahlt wird. Gibt es verschiedene Wissenschaftler, die das sagen, selbst der NABU, also der Naturschutzbund, geht davon aus, dass 10.000 bis 100.000 Vögel pro Jahr bei 30.000 Windkraftanlagen getötet werden. Zu Insekten gibt es eine Studie vom Zentrum für Deutsche Luft- und Raumfahrt, so bei 1,2 Billionen. Ich möchte bloß noch mal darauf hinweisen oder auch das wiederholen, worauf mein CDU-Kollege eingegangen ist. Sie haben gesagt, Sie sind die Jugend. Und bei Jugend im Parlament hat man gesehen, dass Sie eben nicht die gesamte Jugend vertreten, als ein paar Aktivisten von No Education Friday vorgegangen sind, sich hingelegt haben und dort ein Transparent ausgerollt haben, hat der Rest des Saales gebuht. Also alle anderen Jugendlichen, wir haben eine Diskussionskultur, und als ein Vertreter von der JA das Transparent entfernt hat, hat der Rest quasi Beifall geklatscht. Ich wollte bloß mal sagen, natürlich ist es, Sie sollen auf die Straße gehen. Wenn Sie ein berechtigtes Interesse haben, das haben Sie offensichtlich, dann sollen Sie auf die Straße gehen, sollen demonstrieren, sollen Ihre Forderungen stellen, das ist alles richtig. Aber bitte sagen Sie nicht, wir sind die gesamte Jugend. Also das macht Sie einfach unglaubwürdig. Und das ist eigentlich nicht gut, wenn es Sie unglaubwürdig macht. Sie fordern drastische Maßnahmen. Sie, Frau Weber zum Beispiel, haben gerade gesagt oder vorhin gesagt, dass Sie drastische Maßnahmen fordern. Der Herr Habeck fordert gravierende Maßnahmen. Die Kanzlerin forderte disruptive Maßnahmen. Und Sie haben aber wortwörtlich gesagt, und ich möchte über diese Maßnahmen nicht demokratisch diskutieren. Das haben Sie gesagt. Und mit Sicherheit haben Sie das gesagt. Sie haben es gesagt, Sie möchten über diese Maßnahmen nicht demokratisch, darüber möchte ich dann auch nicht mehr demokratisch diskutieren, sondern die sollen durchgezogen werden. Und wir leben im Moment immer noch in einer Demokratie und deswegen können die Maßnahmen diskutiert werden. Und wir sind in einer Wissenschaft, sag ich mal, in der Wissenschaft ist es auch so, dass auch über die wissenschaftlichen Fakten immer wieder, egal welche Hypothese, egal welche Theorie, wissenschaftliche Theorie Sie haben, es kann immer wieder darüber diskutiert werden. Immer wieder. Und das ist eigentlich das, was Wissenschaft und was letztendlich Demokratie auch ausmacht. Und wenn Sie, gut, dann nehme ich das jetzt hier mal zurück, dass Sie das jetzt so persönlich auf diese Maßnahmen ausgedrückt haben, aber Sie haben vorhin gesagt, Sie möchten darüber nicht demokratisch diskutieren, weil es Ihnen zu lange dauert. Was möchten Sie dann machen? Möchten Sie im Sozialismus leben? Ich bin im Sozialismus aufgewachsen und glauben Sie mir, Sozialismus ist keine schöne Gesellschaftsordnung. Das können Sie mir glauben. Oder was wollen Sie dann gegen diejenigen machen, die gegen Ihre drastischen, gravierenden, disruptiven Maßnahmen vielleicht auf die Straße gehen? Schauen Sie sich zum Beispiel Frankreich an. Da ist man gegen die CO2-Steuer auf die Straße gegangen. Und was ist für die Auswirkung der CO2-Steuer zumindest, die Erhöhung der Benzinpreise dann? Was wollen Sie dann mit denen machen? Wollen Sie dann demokratisch mit denen diskutieren oder wollen Sie es machen wie der Herr Macron? Einfach zusammenprügeln. Jetzt. Mikro. Wie ihr das möchtet, aber sammelt mal die Punkte. Aber Frau Weber, Sie können das ja richtig stellen, also einfach wie Sie es gemeint haben. Tatsächlich glaube ich, bedarf das keine Richtigstellung, weil es alle aus der Ihnen verstanden haben. Gerne. Und damit, glaube ich, bin ich eigentlich zufrieden. Ja, ich hatte noch eine ganz kurze Frage. Sie haben gesagt, gehen Sie demonstrieren, wenn Sie ein berechtigtes Interesse haben. Das haben Sie offensichtlich. Zitat Ende. Ist unser Interesse jetzt berechtigt und es gibt den Klimawandel und den menschengemachten Klimawandel oder ist es nicht berechtigt, wie Sie es vorher gesagt haben, und es gibt ihn nicht?
Gut, kann ich gleich darauf antworten, aber nicht sicher. Sie haben immer ein berechtigtes Interesse, für Ihre Zukunft auf die Straße zu gehen. Und wenn Sie der Meinung sind, und davon gehe ich davon aus, deswegen sitzen Sie hier, dass Ihre Zukunft auf dem Spiel steht, dann haben Sie natürlich das berechtigte Interesse, dafür auf die Straße zu gehen. Ob Sie denn richtig liegen, das ist die vollkommen andere Frage. Es geht einfach nur darum, dass Sie quasi ein Interesse haben. Sie sind quasi laut Grundgesetz dazu, Sie haben das Recht dazu, dann letztendlich auch auf die Straße zu gehen. Das ist Ihr gutes Recht, unabhängig davon, ob jetzt andere mit Ihnen nicht einer Meinung sind. Also ich gehe davon aus, dass wir als Menschen natürlich auf das Klima einen Einfluss haben, aber nicht über unsere CO2-Emissionen, sondern indem wir Regenwald abholzen, indem wir die Städte zu betonieren. Ich zum Beispiel, so wie der Herr Mindrup auch, also nicht ganz, aber ich habe zum Beispiel auch eine Solarthermieanlage auf dem Dach, ich sammle mein Regenwasser, ich habe quasi meinen Kamin mit in die Heizung eingebunden. Sie werden bei mir zum Beispiel, es ist keine Wiese, also kein grüner Rasen, sondern eine Blumenwiese, damit dort Schmetterlinge, Bienen, das heißt, ich war schon immer jemand, der die Umwelt schützen wollte. Ich sehe einfach nur einen Dissens in der wissenschaftlichen Grundlage. Und vor allen Dingen die Folgen, die daraus entstehen, dieser wissenschaftlichen Grundlage hinterherzugehen. Ich glaube, es wäre vielleicht schön, wenn Frau Böckel noch mal was zu dem Dissens der wissenschaftlichen Grundlage sagen könnte. Also, ich glaube, es gibt im Moment kein naturwissenschaftliches Phänomen, was intensiver beforscht wurde in den letzten drei Dekaden als der Klimawandel. Es gibt interessante Studien aus dem Hause ExxonMobil zum Beispiel von 1982 schon, die exakt die Veränderungen, die wir heute vorfinden, vorhergesagt haben, die aber nie veröffentlicht wurden. Es gibt ziemlich klare Evidenz darüber, wo die Finanzierung vieler der abweichenden Studien herkommt und welche Personen an denen involviert sind und welchen Industrien die vorher auch Verbindungen hatten. Mir fällt es sehr schwer, wenn ich Individuen spannend und wenn es Individuen bleiben, aus der wirklich etablierten Wissenschaft, die grundlegenden Zusammenhänge zwischen CO2 und Klimawandel gerade stellen. Mich würde auch sehr interessieren, wenn Sie sagen, es liegt an den Städten und an der Abholzung des Regenwaldes, wie sich das denn in den Klimawandel umsetzt, wenn es nicht durch CO2 oder andere Moleküle, aus denen die Atmosphäre zusammengesetzt ist, muss sich ja transportieren, damit es dort die Effekte auslösen kann. Das heißt, da fehlt mir noch die Verbindung, das wäre vielleicht ganz spannend, Ihre Verbindung zu hören, wenn es nicht durch das CO2 ist. Und dann nochmal die Einladung einfach zu sagen, da machen wir doch Ihre Programmatik mit, wir schützen die Biodiversität, wir nehmen das Plastik aus dem Ozean. Und dabei können wir uns ja bemühen, dass wir die CO2-Neutralität einfach mit einbauen. Also Hauptsache, wir fangen jetzt mal an, wirklich in Bewegung zu gehen. Die wissenschaftliche Grundlage in diesem Fall in Frage zu stellen, kann man machen, aber es ist wirklich einfach... Ich glaube, die Wissenschaft ist am Ende, Sie können auch bei der NASA gucken, irgendwo, wo es einfach quantifiziert dargelegt ist, Wissenschaft kann nicht mehr leisten als das, was sie leistet, und wenn es im letzten Moment von Bevölkerung gibt, die sich davon nicht überzeugen lässt, ist es so. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwelche wissenschaftlichen Kriterien gibt, die diese Studie nicht erfüllen. Und da stehe ich zu und da stehen die anderen Unterzeichner, alle Scientists for Future dazu und natürlich die ganze Gemeinschaft von Klimawissenschaftlern dazu. Viel mehr kann man dazu nicht sagen. Also man kann so mit Psychologen diskutieren, ne? Die kommen dann mit Sachen wie Denial oder Verleugnung und logische Gründe dafür, warum das stattfindet, wenn so eine Größenordnung an Problematik da ist. Da haben wir sicherlich ein Collective Action Problem, das haben ja auch einige angesprochen. Ne? Wieso sollen das Familien zahlen? Das ist ja Teil von Klimapolitik, mal zu sagen, das muss jetzt gerechter verteilt werden. Da geht es aber vor allem darum, Ausnahmeregelungen mal abzuschaffen, die eben zu dieser ungleichen Verteilung auf den Endverbraucher das geführt haben. Da gibt es einige Parteien, die haben da mehr mit zu tun als andere. Kann man einfach mal so die ursprünglichen Verteilungen in Frage stellen und sie neu berechnet zukunftsorientiert machen. Windkraft kann man offshore machen, dezentrale Energieversorgung. Also es gibt auch da Möglichkeiten, aber gleichzeitig würde ich dann auch eher die Pestizide zurückfahren. Das ist, glaube ich, ein anderer Insektenkiller als jetzt die Windräder. Also da würde ich dann wirklich auch nochmal drauf plädieren zu sagen, was sind denn bei den Punkten, die Ihnen jetzt naheliegen, die Hauptverursacher von den negativen Entwicklungen. Und dann kommen wir, glaube ich, zu einem anderen sehr gerne integrierten Umweltprogramm. Ich bin mir sicher, dass vieles von denen da der CO2-Reduktion hilft. Es wäre einfach hilfreich, wenn Sie nur dann wirklich die wissenschaftliche Grundlage in Frage stellen, wenn Sie diese Rückbindung vielleicht noch klären könnten zwischen dem CO2 und den versiegelten Städten und so weiter. Gut. Okay, können wir gerne machen. Ich habe unter anderem den Regenwald
erwähnt. Und beim Regenwald, das wissen diejenigen, die in Biologie aufgepasst haben, Sie offensichtlich auch, dass quasi eine Verdunstung stattfindet von Wasser. Und von einem Aggregatzustand in den anderen verbraucht Energie und kühlt. Sie brauchen einfach nur mal in einen Wald gehen, dort ist es einfach kühler. Und dass eine geschlossene Betonfläche mehr Wärme aufnimmt als zum Beispiel ein Rasen oder eine Wiese oder ein Feld, das ist doch auch vollkommen klar. Und dass er dann quasi länger abstrahlt, diese Wärme. Aber gut, okay. Also wir wollten noch, mal gut, okay, alles klar, machen wir gerne. Aber ich will einfach bloß mal, ich möchte einfach nur noch mal klarstellen, es gibt ja verschiedene Klimawissenschaftler. Also gibt es quasi die Paläoklimatologen, dann gibt es die Paläogeologen und so weiter und so fort. Und Herr Professor Vogel hatte ganz am Anfang etwas präsentiert. Genau, an dem man also gesehen hat, dass der Klimawandel in den letzten hunderten Millionen, nicht dieses, aber wir, die meisten Paläoklimatologen wissen, dass es in den letzten mehreren hundert Millionen Jahren quasi natürliche Folgen hat, oder beziehungsweise natürliche Ursachen hat, der Klimawandel. Da sind wir uns sicherlich einig. Wir sind uns darüber einig, also ich auch selbst mit Herrn Rathsow oder mit Herrn Schellenhuber bin ich mir darüber einig, dass bis zum Ende der kleinen Eiszeit, beziehungsweise auch Anfang der Industrialisierung, Klimawandel immer natürliche Folgen hatte und keine anthropogenen Ursachen oder natürliche Ursachen hatte und keine anthropogenen. Es war ja niemand da, der das hätte auslösen können. Und jetzt kommt die spannende Frage, warum ist jetzt alles anders? Also warum war zum Beispiel die Sonne, warum war die Sonne früher der treibende Faktor von Klimaveränderungen oder die Erdachse? Oder Entschuldigung, die, das ist ein Konsens von fast 100% der Wissenschaftler. Nee, die gibt es eben nicht. Schauen Sie sich die John-Cook-Studie an. Entschuldigung, dann komme ich jetzt einfach drauf. Die meisten Leute, die diese 97 Grad, die diese 97 Grad in den Mund nehmen, beziehen sich auf die John-Cook-Studie. Er hat 12.000 Veröffentlichungen sich durchgesehen, beziehungsweise seine Studenten haben sich die Zusammenfassung durchgesehen. Und von diesen 12.000 Veröffentlichungen haben 7.930 sich überhaupt nicht zur Ursache geäußert. Dann können Sie vielleicht sagen, diejenigen, die sich positioniert haben, und die Zeitung hat das letztens geschrieben, die Klimawissenschaftler, die sich positioniert haben, die haben gesagt, ja, es gibt diesen Konsens. Aber nicht, dann können Sie nicht sagen, alle Wissenschaftler, weil sich zwei Drittel gar nicht zur Ursache geäußert haben. Die haben einfach nur gesagt, was es für Auswirkungen hat. Aber ich möchte an dieser Stelle nochmal, ja, Herr Beutin, Sie hatten sich vorhin gemeldet. Warum? Ich bin doch jetzt dran, oder? Er würde ja noch gerne eine Frage stellen. Ja. Die würde ich auch gerne beantworten. Wir bleiben, ja, eben, wir werden es schnell machen, aber ich glaube, wir müssen Herrn Hese noch mal das Wort geben. Ja, nee, Herr Lohmann wollte eine Frage stellen. Ja, vielen Dank. Sie haben gerade eben gesagt, dass es den natürlich gemachten Klimawandel schon seit eh und je gibt. Da haben Sie natürlich recht. Das ist aber alles viel, viel langsamer abgelaufen, als es das jetzt tut. Woher wissen Sie das? Das schauen Sie sich mal ein paar Tabellen an, das geht ganz einfach mit einmal googeln, da sehen Sie, dass es jetzt viel schneller zunimmt. Ist aber auch egal, das tut gar nicht zur Sache, worauf ich hinaus will mit meiner Frage ist. Sie haben gerade gesagt, damals war ja niemand da, der den Klimawandel gemacht haben könnte. Und warum sollte die Sonne das jetzt schneller machen, als es früher war? Sie haben Ihre Frage selber beantwortet. Damals war niemand da, der es machen konnte. Jetzt sind die Menschen da und jetzt tragen die Menschen dazu bei. Ich möchte jetzt aber für uns nochmal sprechen und zwar ganz kurz sagen, dass wir uns vielleicht auf eine Diskussion beschränken, wo wir keine Fakten leugnen und dann vielleicht weitergehen. Das wäre uns, glaube ich, allen ganz lieb. Genau, also ich hatte ja gesagt, ich will gar nicht auf die wissenschaftlichen Grundlagen eingehen, sondern eigentlich nur auf die Folgen der Klimaschutzpolitik. Also letztendlich werden die Folgen dramatisch sein, die Folgen dieser Klimaschutzpolitik. Gravierend, disruptiv, drastische Maßnahmen. Und dann wird unser gesamtes Leben wird sich ändern, aber drastisch. Und ich weiß nicht, ob Ihnen das quasi auch bewusst ist. Also es ist einfach ein Irrtum, wenn wir keinen Klimaschutz machen, dann wird es eine disruptive, krasse Änderung geben. Und die Zusammenhänge sozusagen sind relativ simpel. Wir kennen es von den Milankovic-Zyklen, das hat mit der Umlaufbahn der Erde um die Sonne zu tun. Und deshalb, das Klima wäre, da wir diese Zyklen berechnen können, auch für ca. 50.000 Jahre stabil geblieben, wenn wir nicht eingegriffen hätten, indem wir große Mengen fossiles CO2 in die Atmosphäre gebracht haben. Die Ursachen sind auch seit langem bekannt. Nämlich man kennt es seit Tyndall, man kennt es seit Arrhenius. Das war 1800,
80, 90, seitdem ist es bekannt. Und deswegen, glaube ich, macht es auch wenig Sinn, darüber zu diskutieren, über uralte, längst bekannte naturwissenschaftliche Zusammenhänge, die auch relativ simpel sind. Ich fände es ehrlich gesagt spannender, darüber zu diskutieren, wie wir jetzt schnell, wir haben nicht mehr viel Zeit, wie wir jetzt schnell in reale Maßnahmen kommen. Nämlich darauf, glaube ich, kommt es an. Und da haben wir einiges von den Vertretern der Großen Koalition gehört, auch einiges von Vertretern anderer. Und ich glaube, das wäre der spannende Punkt. Wann kriegen wir ein Klimaschutzgesetz? Wie können wir den Kohleausstieg vorziehen? Der CSU-Ministerpräsident fordert das inzwischen. Wie kriegen wir den Ausbau der erneuerbaren Energien schnell hin? Wie schaffen wir es, dass die DB AG, die immerhin ein hundertprozentiges Staatsunternehmen ist, endlich wieder flott gemacht wird, sodass sie deutlich mehr als die knapp 10% Anteil am Verkehrsmarkt kriegt? Das, glaube ich, wären so spannende Fragen. Oder wie gelingt es uns, das gemeinsam mit vielen anderen Ländern so zu gestalten, dass es auch wirklich international gerecht ist, weil nämlich insbesondere die Länder des globalen Südens, die am wenigsten Schuld dran tragen, die ersten Leidtragenden sind. Das, finde ich, wären die spannenden Debatten, aber ich mag mich ehrlich gesagt nicht über Schulbuchphysik auseinandersetzen, die seit über 100 Jahren bekannt ist. Gut. Außerdem, wir steuern ja hin in eine bessere Zukunft, dadurch, dass wir Klimaschutz betreiben. Wenn wir uns mal anschauen, die Kohle ist für tausende vorzeitige Todesfälle verantwortlich in den Gebieten. Die Kohle gräbt tausenden Menschen ihre Heimat ab. Das sind alles Dinge, die total inakzeptabel sind. Die Kohle durch die Treibhausgasemissionen zerstört gerade eben die Lebensgrundlage von 100 Millionen Menschen auf die nächsten tausenden Jahre. Und das heißt, Sie haben selbst eine Studie in Auftrag gegeben in der Kohlekommission, wo untersucht wurde, wie viel Kohle wir abschalten können, ohne dass die Versorgungssicherheit gefährdet ist. Und Ihnen wurde vorgelegt, dass wir ein Viertel abschalten könnten bis zum Ende dieses Jahres. Warum läuft dieses Viertel noch? Und werden Sie sich endlich daran setzen, dieses Viertel abzuschalten? Denn Sie haben gesagt, Sie werden größtmögliche Ambitionen walten lassen. Das sehe ich dann nicht. Und die Wissenschaft sagt Ihnen klar, dass es geht. Wissen Sie, was das größte Lebensrisiko ist? Das größte Lebensrisiko fürs Leben ist Armut. Und wir halten mit dieser Politik, mit dieser Klimaschutzpolitik, dass wir zum Beispiel nicht den Entwicklungsländern gestatten, wie zum Beispiel in Afrika, dass sie sich kostengünstige Kohlekraftwerke hinstellen können, halten wir sie ab davon, dass sie sich wirtschaftlich entwickeln. Und vielleicht steigen sie mal dahinter, dass bestimmte Industrienationen, wie zum Beispiel die Vereinigten Staaten oder andere Nationen, gar nicht wollen, dass diese afrikanischen Länder sich entwickeln, damit sie kein Konkurrent auf dem Weltmarkt werden. Und kostengünstige Energie ist die Grundlage jeder Wirtschaft. Und die meisten Todesfälle in den Entwicklungsländern gibt es dadurch, weil sie keinen Zugang zu Strom haben und deswegen zum Beispiel in einer Behausung am offenen Feuer kochen, heizen und so weiter und so fort. Das ist die Haupttodesursache in den Entwicklungsländern. Sie mal bitte nachschauen. Ich glaube, da hatten wir jetzt ja eben schon eine Diskussion, die gezeigt hat, dass es darum hier nicht ging, sondern darum, einen sehr gerechten Klimawandel zu erreichen. Das wurde ja an verschiedenen Stellen angekündigt. Es folgt uns ja auch niemand. Also ich merke mich jetzt schon eine ganze Zeit. Genau, ich würde jetzt gerne meinem Herrn Beutin kurz das Wort erteilen, weil er sich schon länger als Antwort noch meldet. Ja, und ihn dann gerne nochmal zu einer Zusammenfassung kommen und auch Frau Göpel nochmal die Chance geben dazu. Ich glaube, eine Diskussion darüber, ob es einen Klimawandel gibt, ist seit Ende der 90er Jahre erledigt. Und ich glaube, es ist nicht sinnvoll, über solche Sachen hier zu diskutieren. Man bekommt auch die Rechten da einfach an der Stelle nicht überzeugt. Das ist verlorene Liebesmühe. Aber ich glaube, man muss ihnen sehr genau zuhören. Und das ist das Zentrale. Ich habe sehr genau zugehört und da wir jetzt hier eine öffentliche Übertragung haben und die Medien auch dabei sind, kann man sehr konkret machen. Herr Hilse hat eine Studie des NABU erwähnt. Da geht es darum, dass 100 bis 200.000 Vögel sterben durch Windräder. Ich kenne die Studie, da geht es um die Vereinbarkeit von Naturschutz und Klimaschutz. Der NABU kommt in seinem Fazit dazu, dass Naturschutz und Klimaschutz vereinbar sind. Und beschäftigt sich auch mit der Frage der Windenergie an dieser Stelle und macht auch Vorschläge, wie Windräder anders zu gestalten sind, damit es auch beispielsweise mit dem Vogelschutz vereinbar ist. Aber ich will auf den Fakt hinweisen, dass wir zwar 100 bis 200.000 tote Vögel jährlich haben durch Windräder, wir haben aber etwa 1,5 Millionen tote Vögel durch Hauskatzen und wir haben etwa genauso viele tote Vögel durch den Verkehrsbereich und durch die Fensterscheiben. Das heißt, wenn die AfD konsequent wäre, wäre der erste Schritt, alle Hauskatzen zu erschießen und alle Fensterscheiben zu verbieten. Ich glaube, dass das kein realistischer Ansatz ist, aber man muss die Verhältnisse kennen und man muss sie gerade rücken. Und man darf sich auf keine Angst machen und keine Verdrehung von Fakten hier einlassen. Das ist das Zentrale. Und wenn man dann dazu kommt, zu sagen,
dass Klimaschutz doch für die Oma mit ihrem Häuschen problematisch sei oder ähnliches, dann sollte man auch da die Verhältnisse zurechtrücken, weil wir eine Situation haben, wo der Klimawandel tatsächlich sowohl unsere Volkswirtschaft, unser Gesundheitssystem als auch noch viel mehr die Staaten des globalen Südens bedroht und Menschen dort das Leben kostet. Wir haben hier eine Vertreterin von Fridays for Future Indien. Und in Indien haben wir eine Situation einer beispiellosen Hitzewelle, wo wir tausende Tote mittlerweile zu beklagen haben, wo wir Auseinandersetzungen um sauberes Trinkwasser zu beklagen haben. Das sind die Punkte. Und genau deshalb kommt uns es teuer zu stehen, wenn wir keinen Klimaschutz machen. Und deswegen ist es auch eine soziale Frage, dass wir einen vernünftigen und effektiven Klimaschutz machen in Deutschland und weltweit. Frau Göppel, wenn Sie noch mal ganz kurz was sagen wollten, dann jetzt, ansonsten mache ich jetzt hier eine Abschlussmoderation, bitte. Ich suche so ein bisschen nach dem Mittelweg. Ne? Also ich glaube, auch ich habe einfach keine Lust mehr über, ist der Klimawandel jetzt menschmachend? Ich glaube, da hat keiner mehr Lust, darauf das im Fall zu werden. Der Weg nach, nee. Auch, ich möchte Sie auch nochmal an, also wir haben mit den Thinktanks in Frankreich zusammengearbeitet, auch bei den Geldwesten. Es ging denen nicht darum, dass sie Umweltschutz keinen Bock drauf haben. Es geht denen darum, dass zur gleichen Zeit Steuererleichterungen für die Reichen durchgegeben werden, die durch längere Jahre der Gentrifizierung und weiter vertrieben werden. Da geht es um sozialpolitische Fragen und strukturpolitische Fragen. Und das ist eine Energiekostenerhöhung, im Grunde genommen so ein Tropfen auf den heißen Stein. Das wird nicht als Umweltthema wahrgenommen, sondern als soziales Thema wahrgenommen. Mhm. Und genau deshalb nochmal ein Punkt. Es ist eine gesellschaftliche Frage und dann haben wir aber sehr viele Instrumente, die uns diese Frage lösen lassen. Ja. Und wenn jetzt von Ihrer Seite beispielsweise, das wäre ja großartig, unterstützt für die Aufforstung der Wälder, ja. Städte grüner machen, sind ganz zentrale Sachen, die wir in den Nachhaltigkeitsstrategien machen, dann fokussieren Sie sich doch darauf, auf die Lösungen, die wir unterstützen wollen. Aber dieses generelle agitierenden Freischalten, ich glaube, das ist etwas, wo wir in dieser Gesellschaft raus müssen und wirklich, wir nennen das also Wissenschaft, den nächstmöglichen Schritt suchen. Kurz bitte. Und das wäre tatsächlich unsere Einladung zu sagen, lassen wir uns darauf fokussieren und wirklich dann auch Hotspot-Analysen machen, wo wir die von Ihnen benannten Probleme am ehesten einlegen können und dann diese integrierte Lösung suchen. Also, können wir uns auch gerne mal zusammensetzen, so, die AfD nicht ja, nachhaltig darf ich ganz kurz nur darauf antworten? Also, wir sind Umweltpolitiker, wir wollen die Umwelt schützen, wir haben eine Plastikstrategie, wir haben zum Beispiel macht die Städte grüner Strategie und so weiter und so fort. Den einzigen Dissens, den Umweltpolitiker aus den anderen Fraktionen und wir haben, ist wirklich, ob diese Klimaschutzmaßnahmen notwendig sind und das ist alles. Aber ansonsten sind wir, also auf Klimaschutzfragen, auf Umweltschutzfragen sind wir eigentlich relativ oft auf ziemlich einen Schrank. So, Ich möchte jetzt hier zum Abschluss kommen. Ich möchte zwei Sachen festhalten, die uns beiden besonders aufgefallen ist. Das eine ist, dass keiner von Ihnen den Klimawandel geleugnet hat. Die Ursachen, darüber gibt es einen Dissens, aber Klimawandel in der Stadt haben Sie alle bestätigt. Das ist schon mal eine wichtige Sache. Und das zweite, was mehrere Male gekommen ist, ist, dass Sie für Vorschläge aus der Gesellschaft und auch aus der Wissenschaft offen sind. Das sind die beiden Sachen, die wir zusammenfassen wollen. Und ich fände es sehr gut, wenn Sie jetzt aber wirklich, und ich fange auch gleich an zu zählen, in 12 Worten, was haben Sie hier mitgenommen als für sich das nächste, der nächste Schritt? Ganz, ganz kurz bitte. Und das machen wir einfach jetzt hier den Tisch hoch. Und dann kommt auch noch eine Frage an euch. Ernsthafte Diskussion, wir müssen schnell handeln. Es ist Zeit für klares Handeln. Das, was die letzten Jahre passiert ist, Planerfüllung durch Plankorrektur geht nicht mehr, sondern wir müssen die Ziele wahrscheinlich sogar anschärfen. Der nächste Schritt ist die Ausweitung des Emissionshandels auf möglichst alle Sektoren und damit ein CO2-Limit, das das Pariser Abkommen einhält. Wir brauchen den Kohleausstieg 2030, einen raschen Einstieg und wir brauchen Klimagerechtigkeit. Das heißt, wir müssen auch uns den Mut haben, uns mit den Konzernen, mit der Autoindustrie anzulegen und radikale Verkehrswende, radikale Energiewende und Gebäudewende durchzuführen. Das waren 120 als 12, die da waren.
Okay, um an meinen Vorredner anzuknüpfen, wir sind gegen Radikalität, sondern wir sind für Vernunft und unsere, was wir machen werden, ist eine Aufklärungs- und Informationskampagne in den nächsten Monaten. Danke. Schneller Kohleausstieg, Verkehrswende, Ausstieg aus dem Verbrenner bis spätestens 2030, mehr Geld für die Bahn, Agrarwende. Wunderbar. Jetzt möchte ich euch bitten, kurz zu sagen, was ihr heute gelernt habt. Also jetzt nicht nochmal eure Forderungen wiederholen, sondern was habt ihr gelernt? Bitte schön. Es fließt sehr viel Energie in die Schuldzuweisung der Vergangenheit und in die Diskussion untereinander. Sie könnten diese Energie vielleicht auch in die Entwicklung von zukunftsfähigen Konzepten und der Sicherung unserer Lebensgrundlage und der Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels investieren. Dann wären wir, denke ich, schon einen ganzen Schritt weiter. Und das würde ich mir sehr wünschen für Ihnen. Und ich glaube, das können Sie schaffen. Und wir haben weiterhin eine Einladung an Sie, die immer noch steht und die lautet: Setzen Sie unsere Forderungen und setzen Sie sich für langfristige Politik ein. Ich weiß nicht, was Sie gelernt haben. Ich habe gelernt, dass die Politik sich noch sehr viel ausführlicher mit dem Klimawandel beschäftigen muss und dass wir definitiv nach 6 Monaten ohne Handlung dringend die Aktionen jetzt brauchen, und zwar so hart bzw. so echt so konsequent, wie es notwendig ist für das 1,5-Grad-Ziel, denn sonst werden die Folgen katastrophal sein. Ich habe heute verstanden, dass wir noch lange werden streiken müssen. Ja, ich habe gelernt, dass leider immer noch auf manchen Ebenen nicht ganz verstanden wurde, was eigentlich getan werden muss und was nicht getan werden muss. Und dementsprechend habe ich gelernt, dass wir unseren Protest in die Parlamente bringen müssen und uns eventuell auch selber politisch engagieren müssen. Also weitergehen. Ich möchte mich bei allen ganz, ganz herzlich bedanken, dass Sie hier ans Museum gekommen sind. Ich möchte mich auch ganz deutlich dafür bedanken, in was für einem guten Stil diese ganze Diskussion stattgefunden hat. Die Positionen sind ja nun nicht unbedingt nah beieinander, sondern es gibt eher großen Dissens. Und ich hoffe, dass Sie alle durchaus auch Spaß gehabt haben an dieser Diskussion und dass es Ihnen den Mut gibt, diese für uns alle wichtigen Diskussionen fortzuführen, in den Parlamenten, in der Gesellschaft, aber hoffentlich auch zusammen. Und ich kann für dieses Haus sagen, dass wir weiterhin nicht nur an diesen Themen forschen werden, sondern auch gerne als Ort der Begegnung und des Diskurses zu diesen Themen weiterhin zur Verfügung stehen werden. Dankeschön. Wenn Sie jetzt noch was trinken wollen, was essen wollen, ich glaube, hier steht noch irgendwas. Thank you.